Ja, wenn ihr Lust habt, gibt es 2 Minuten ein Liedchen, das uns schon mitten in die Wüste entführt. Und zwar ist es von der Shoshan, die war auch schon mit in der Wüste. Da kommt nachher auch irgendwann ein Bild von ihr, wo sie mit im Kreise sitzt. Und dann warten wir noch so 3-4 Minuten und genießen schon mal eine Frage, die uns dieses Lied mitbringt. Ach, das ist Das war ein Stückchen, die Shoshan hören. Und einfach ein Erinnerer auch dieses Lied, gerade in der jetzigen Zeit, ne, wo Angst gesät wird in der Welt und wenn wir wissen, wozu wir hier auf Erden sind, dann läuft es einfach an uns vorbei und hat keine große Bedeutung, behaupte ich mal. Ja, willkommen euch alle hier auf unserer Reise hier. Ja, was heißt Zeit für Freiheit? Eben, wir sind als freie Wesen auf die Welt gekommen und die Frage, ist es Zeit, unsere Freiheit zu leben? Und da wollen wir euch ein Stückchen entführen und euch ein bisschen was zeigen. Der Jonas hat uns noch kein Bild gegeben, darum steht da, der Charles steht da im Team. Dann als zweites, wer kommt da? Radika, hier, die grüßt euch heute aus Franken. Und dann kommt der Mabruk und der Salem, das sind 2 liebe Helfer. Es ist noch nicht ganz klar, wer diesmal vom Wüstenteam von unten dabei sein wird, aber die freuen sich auch schon, dass wir kommen und haben auch aktuelle Informationen von unten. Da teilen wir nachher auch gleich was. Und dann ist der Jonas, den ihr hier neben mir seht. Hallo. Der hat ein Geheimnis. Der war das erste Mal dabei in der Wüste. Da war er. Da war ich -3 Monate. Noch im Bauch. Und das zweite Mal? Das zweite Mal war schon +3. Mit 8 Monaten. War ich über 10 Mal in der Wüste und jedes Mal aufs Neue ist es was Wunderbares. Und beim ersten Mal, wie ich dann mit 6 Monaten plus dabei war, meinen verschiedene Charles, verwechselst du da nicht privat und Gruppe und so weiter, vor allem Frauen, die ein Thema mit Kindern hatten und der war so ein Geschenk, weil viele können sich nicht vorstellen, dass ein Kind nicht schreien muss, sondern im Gegenteil, wenn ein Kind willkommen ist und Zuwendung kriegt,
der turnte von Schoß zu Schoß und hat alle beglückt und war eine wunderbare Bereicherung. Aber da sind wir schon mitten im Leben drin, weil war klar, meine Priorität war die Gruppe leiten und Kerstins Priorität als Mutter war für den Jonas da sein. Und wenn er happy in der Gruppe dabei war, wunderbar. Aber wenn er extra Zuwendung brauchte, von was zu trinken, Windeln wechseln oder sonst was, dann war das nicht Aufgabe der Gruppe, sondern in dem Fall Aufgabe der Mutter. Oder wenn ich gerade nicht mit der Gruppe war, durfte es auch ich machen. Und da schon sehen, wo setzen wir im Leben Prioritäten und sind klar, wofür wir da sind. Und das ist ja auch wieder Zeit für unsere Freiheit. Wo sind wir jetzt auf Erden und was mag unser spezieller Beitrag in dieser sich wandelnden Zeit sein? Ja. Ja. Und um was geht's heute? Ihr habt jetzt gerade schon Teil unseres Teams kennengelernt. Wir sagen euch heute noch ein bisschen was zum Thema Corona. Wie ist es mit der Einreise? Wie kommen wir in der Wüste an? Dann, was ist das Thema der Tour? Wird Schöpferkraft sein und das in der Wüste zu erfahren. Und dann haben wir noch eine wunderschöne Diashow für euch aus Impressionen der letzten Jahre zusammengesammelt. Ja, und ansonsten alle eure Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, ihr dürft die gerne einfach mitten in der Session stellen. Ihr dürft uns über den Chat anschreiben oder ganz am Ende sammeln wir auch nochmal all das ein, was jetzt noch unbeantwortet ist. Und dann gibt es nochmal die Tourinformationen, wann geht's los, was kostet das, wie kommt man mit uns in Kontakt und ja, starten eigentlich mit dem heißesten Thema vorneweg. Es soll irgend sowas geben wie Corona, aber das neueste Geheimnis, was ja Wissenschaftler sagen, das Problem ist, dass Menschen kaum Statistiken lesen können. Aber statistisch ist es klar, mit Corona wird man älter als ohne. Also das ist unsere Meinung zu dem, was wirklich ist. Jetzt bin ja ich schon Risikogruppe, ne? Also ich habe keine Angst und ich denke, ich hatte es vor 1,5 Jahren schon gehabt, bevor es ja offiziell da war. War eine schöne Halsentzündung und tatsächlich sagt es auch WHO, dieser berühmte PCR-Test ist nicht heranzuziehen, um Infektionen nachzuweisen, sondern es soll wieder zurück an die Ärzte gehen, die anhand von Symptomen nachweisen, ob jemand krank ist. Aber da ist ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Warum, weiß man nicht genau. Aber die Frage ist, wie ist es für uns selber, wie sehen wir es? Und das Durchschnittsalter der an Corona Gestorbenen, können wir beim RKI nachschauen, ist gestiegen von 80, dann auf 81, auf 82 und jetzt liegt es bei 84. Und unter 50 Jahre Gestorbene an Corona sind 0,1%. Das sind offizielle Zahlen, die man anschauen kann. Und das sollte doch was sagen. Also in Pandemie zeichnet sich aus, dass durch alle Bevölkerungsgruppen Menschen sterben. Und für mich das Corona, darum gehen wir auch in die Wüste, ist eine Einladung von Mutter Erde. Ich behaupte, meine Verschwörungstheorie, Mutter Erde hat es kreiert, damit wir Menschen innehalten und uns besinnen können, also vom Rennen ohne Sinn und dabei tatsächlich unsere Umwelt, unsere Welt kaputt zu machen, ne? Zu uns zu kommen und dieses wunderbare Wesen, das wir sind, neu entdecken, eine Liebe zu uns entdecken und ein tiefes Ja zu uns. Und das ist auch die Einladung der Wüste. Und die Wüste kann uns wunderbar zeigen, was wirklich wichtig ist, was unwichtig ist. Und für mich immer mehr auch durch die Wüstenreisen und durch anderes in meinem Leben zu merken, es ist fein, wenn wir Sachen im Außen in der Welt machen, aber was zählt, ist nicht die Größe, die Kleinheit, sondern was zählt, ist die Qualität von dem, was wir machen. Und dazu zurück nochmal zu Corona und Tunesien. Also für Wüstenreisende ist das Tor offen in Tunesien. Wir kriegen von unseren Freunden in Duis, von der Reiseagentur, kriegen wir die Bestätigung, dass wir in die Wüste fahren. Und dann können wir einfach einreisen. Und bis jetzt sind bis auf die Olga, und die überlegt womöglich auch schon noch, sind alle auf dem Landweg mit dabei. Und das finde ich besonders schön, weil dann beginnt die Reise hier in Jonathan. Müssen wir rechtzeitig losgehen, oder? Nochmal? Müssen wir rechtzeitig losgehen, oder? Ja, vorher. Na, der Markus weiß es schon, oder? Ja, so ein bisschen. Am Dienstag, was war es? Dienstag, der 23. Fahren wir abends hier los im Jonathan. Und was wir normal machen, wir fahren bis an Gardasee. Dort übernachten wir. Gibt es verschiedene schöne Plätze dort. Und im Freien schon. Und dann in der Früh tun wir gut noch frühstücken in Peschiera. So richtig italienisch. Die freuen sich auch immer, wenn wir auf dem Weg vorbeikommen. Und dann sind wir so gegen Mittag in Genua, inshallah. Und haben noch ein bisschen Zeit in der Regel für die Altstadt in Genua. Die ist wunderschön auch. Und dann kaufen wir uns in der Regel auch eine Brotzeit ein.
weil das Essen auf dem Schiff ist okay, aber für mein Bild nicht die Qualität, die ich wünsche unbedingt. Mal da zu essen ist fein. Und die Italiener haben wunderschöne Sachen. Und wir bringen ein paar eigene Sachen mit und dann machen wir lieber auf dem Schiff zusammen Brotzeit und reisen dann 21, 22 Stunden runter von Genua nach Tunis und kommen also 22 Stunden später an. Und dann reisen wir weiter. Und mal schauen, ob wir direkt durchfahren müssen oder nicht, weil schauen, wer kommt wann mit dem Flieger an. Aber es kann auch sein, dass die Flieger geholt werden von Freunden von uns dann in Djerba oder in Tunis. Das sehen wir dann. Aber erstmal kommen alle an auf den Landweg mit uns. Und was kann Worst Case passieren? Also bei der Reinreise, so wie es jetzt ausschaut, in Tunesien haben wir keine Probleme. Beim Zurückkommen, ich vermute eigentlich, dass diese ganzen Maßnahmen in den nächsten Wochen aufgehoben werden. Da ist mehr im Hintergrund im Gange, als wir denken. Und die Politiker merken auch schon langsam, dass sie ihre Wahlchancen, gewählt zu werden, verscherzen. Und ich sehe auf der Unternehmerebene, was passiert. Also Dinsler-Kaffee kennt ihr wahrscheinlich alle, der ruft gerade auf. Und da sind hunderte von Unternehmen, die zusammenkommen und sagen, hey, wir sprühen nicht mehr mit. Und da brauchen wir gar nicht Vorreiter sein, aber mit dabei sein in der Form ist fein. Und schlimmsten Fall ist, also der Worst Case, den schaue ich mir immer an, schlimmsten Fall dürfen wir nach der Rückkehr zusammen 6 Tage noch im Jonathan verbringen. Da können wir dann vom Jonathan aus Homeoffice machen. Juhu! Okay? Und dann haben wir eine schöne Zeit im Jonathan. Das ist der Worst Case, mehr kann eigentlich gar nicht passieren. Ja? Und ja, und da ist es, wo ich mich drauf freue, weil letztes Jahr sind wir nicht runtergefahren. Das stimmt ja auch von dem, was hier sonst lief. Und machen uns dann auf die Reise und dürfen die Wüste erforschen, erleben. Und bis jetzt kenne ich keinen, der nicht verändert aus der Wüste zurückkam. Oder Norbert? Der Norbert war nämlich schon in der Wüste. Was hat sich in deinem Leben verändert, Norbert, nach der Wüste? Das kann ich jetzt gar nicht so zusammenfassen, aber es hat sich schon vieles geändert, vieles, manches gelassener gesehen vielleicht auch und aus einem ganz anderen Blickwinkel. Immer diese Stille, die man in der Wüste da erlebt hat, also die ist nach wie vor bei mir immer noch präsent und das kann ich mir immer wieder herholen, wenn es mal ganz turbulent ist. Dann denke ich einfach, wie es ist, morgens in der Wüste bei Sonnenaufgang zu sitzen und diese absolute Stille zu genießen. Das ist für mich auch was neu bedeutet. Mir kam das Wort Gelassenheit, was du gerade verwendet hast, Norbert. Und Gelassenheit ist für mich tatsächlich, wir können Dinge so lassen, wie sie sind. Also erstmal wahrnehmen, sie sind so. Weil wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, ist ja nur deppert. Sie sind halt so, wie sie sind. Und aus dieser Gelassenheit raus öffnet sich die Tür zur Veränderung. Und das ist für mich immer wieder wunderbar. Und da ist das Thema diesmal, die Schöpferkraft leben, dem ganz eigenen Lebensweg folgen. Oft versuchen wir unser Leben lang unseren Eltern recht zu machen. Das finde ich besonders spannend, wenn 40-Jährige immer noch wollen, dass Papa sagt, du bist ein guter Junge geworden. Nein, im Gegenteil, wenn die Eltern uns rausschmeißen, sagen, du bist nicht mehr unser Kind, weil du der Tradition nicht folgst. Das ist eher ein besseres Zeichen, wo wir unseren Weg gehen. Und dann können wir uns in dem Familiensystem auch neu verbinden. Und das heißt wirklich, unsere eigene Lebenslinie entdecken und ihr folgen. Und das ist, was der Norbert uns gerade erzählt hat. Ne? Die kraftvolle Natur der Sahara empfängt uns, lässt das Unwesentliche des Alltags abfallen, bringt uns mit der Essenz in Verbindung. Und da spüren wir mit Leichtigkeit, wofür wir da sind. Das ist ja, wo die Werbung uns in unserer Kultur ablenken will. Und anstatt, dass wir auf uns hören, hören wir dann auf die Werbung oder hören auf Leute von außen und versuchen es denen recht zu machen und wundern uns, dass das Leben immer enger wird und die Freude verloren geht. Es geht darum, zu lauschen und zu folgen. Und da ist für mich jedes Mal wieder die Wüste ein Geschenk. Und dazu ist unsere Einladung an euch alle. Ja. Und mal schauen. Die Radika ist gar nicht mehr zu sehen. Wo ist sie? Ja, man misst mich, ja. Wenn ich am Sprechen bin, bin ich wieder mit dem Bild. Okay, ja, bist du aus dem Bild. Ja, die Frage... Von dir noch was dazu, weil das nächste ist womöglich ein paar Bilder anzuschauen. Also ich kann nur von der marokkanischen Wüste erzählen. Aber die Olga wollte gerade was erzählen. Nee, ich sag's, wunderschönes Bild, wow. Mit Regenbogen, das ist ein Traum. Ja. Wow. Also in der Wüste, ich sag euch, es passieren immer wieder die wundervollsten, die schönsten Dinge und da kann es wirklich sein, in der Wüste, du erwartest nie Regen und plötzlich kommt er und du siehst die schönsten Naturphänomene wie diese hier, die schönsten sternvollen Nächte und
Das ist eine Reise, die ganz lang da drin bleibt. Und ihr dürft euch da jetzt wirklich so ein bisschen zurücklehnen, eure Füße schon mal in den Sand hineingraben. Und lasst uns einfach auf die Bilder schauen, die wir für euch rausgesucht haben. Sehen wir bei euch keine Bilder? Warte. Jetzt. Ich schaue euch auch gerne an. Hier sind wir schon mitten in der Wüste und zwar, ich habe eine Behinderung im Leben, ich kann nicht Sachen einfach wiederholen. Also wir haben kein starres Konzept für die Wüstentour, sondern es geht darum, zu uns zu kommen, uns neu zu spüren und ja, wirklich uns neu entdecken und womöglich auch eine tiefe Liebe zu uns selbst entdecken, weil mit einem Wesen hier auf Erden habt ihr lebenslänglich, auch wenn ihr das nicht gerne wollt, mit uns selber haben wir lebenslänglich. Ne? Und es ist gut, dieses Wesen gut zu kennen, zu wertschätzen. Und das hier war ein Osterritual, da waren die Erwachsenen, waren 3 Tage in Stille in der Wüste und ich habe eine schöne Zeit mit den Kids gehabt, auch Einheimische begegnen. Und dann haben wir mit den Kindern, mit den Jugendlichen und Kindern haben wir das Osterritual vorbereitet. Das heißt, wir haben Osterfladen gebacken, wir haben Eier gefärbt und haben verschiedenes wunderbares Essen vorbereitet und haben das dann auf den Berg hochgebracht und haben für die eine Gruppe der Jungs hat dann eine Schnitzeljagd vorbereitet für die Erwachsenen. Die kamen aus der Stille zurück und durften eine Schnitzeljagd machen. Wir haben von oben vom Berg zugeguckt, wie die irgendwann zu uns kamen. Und dann, wie sie kamen, wurden sie alle erstmal geräuchert und begrüßt. Sie da im Hintergrund, da ist der Ochi, den vielleicht auch ein paar kennen, so ein bodischer spiritueller Musiker. Der war auch dabei und dann haben wir ein wunderschönes Begrüßungsritual gemacht. Ja. Und dann sagte jemand, Ochi ist ein Strohmandelbauer, der ist viel auf dem Untersberg auch unterwegs. Da sind wir auch übrigens in 10 Tagen. Wir machen unseren Gewahrseinswalk da oben. Das liebe ich auch, hier in der Natur unterwegs sein. Und dann sagte jemand, ja, wie groß machen wir die Strohmandel? Und dann sagte jemand, so groß wie der Größte. Und den Größten seht ihr hinter den 2 Jungs, Stück vor mir, der war der Größte. Dann haben wir Strohmandel gebaut, so groß wie der Größte war. Und haben dann ein besonderes Zusammenkommen zelebriert. Und ja, vielleicht dazu ein bisschen die Youngsters haben meistens keine Wertschätzung für das, was die Eltern ihnen eigentlich bieten können in unserer Kultur. Und dann haben die doch ein bisschen in Tunesien erlebt, wie sie doch privilegiert sind. Und ich konnte ihnen auch sagen, wisst ihr, allein, dass eure Eltern sich leisten können, mit euch hierher zu fahren, heißt, ihr gehört zum Privilegierten auf dem Planet Erde. Dann sind wir ein bisschen tiefer gegangen und plötzlich haben die Kinder, wow, eine Dankbarkeit für ihr Leben und für ihre Eltern entwickelt. Und dann ergab sich in dem Moment in der Zeremonie, dass ich sagte, sagt man, gibt es irgendwie von den Kindern welche, die zu ihren Eltern gehen wollen und ihnen was sagen wollen? Ja. Und dann haben sich die Kinder gelöst aus der Gruppe, sind zu den Eltern gegangen und haben sich bei ihnen bedankt. Da gab es schon ein paar wunderschöne Tränen. Ja. Ja. Und dann war ein Moment, wo die zurück waren und dann dachte ich, vielleicht gibt es auch Eltern, die ihren Kindern was sagen wollen. Und das ist natürlich nichts, was man planen kann. Aber wenn es ein Programm ist, dann wird es womöglich peinlich. Aber es war im Moment so reif. Ich habe gesagt, alle, die ohne Kinder da sind oder sonst Partner haben, mit denen sie nah zusammen sind, ihr könnt jetzt auch in Gedanken dem danken dafür, dass er mit euch zusammen ist. Und bei den Eltern war es halt zu schauen. Ja, diese Kinder, die euch als Landeplatz gewählt haben, ne, gibt es was zu sagen. Und da entstand eine ganz wunderbare Berührtheit und eine große Nähe und ja, die Familiensysteme sind auf einer neuen Ebene gegangen. Das ist so eine der Wüstengeschichte. Und eben, es kann nur aus dem Moment geschehen. Ja, da sind wir dann nochmal im Kreis. Ja. Und man denkt, wir sind jetzt erstmal bei der Steinwüste. Das ist oben auf dem Berg in Tambane, sind die 2 Berge. Ist ein alter Kultplatz auch und hat eine ganz besondere Energie. Und hatten einen bayerischen Beamten mal dabei. Der sagt dann, wie kommst du auf die, dass ein alter Ritualplatz ist? Sag ich, das fühlt sich so an. Ach, so ein Quatsch, da. Und ich muss ja dann nichts sagen. Und dann waren wir dort und er sagt, da sucht sich jeder seinen Platz. Und er sagte, ich schlafe heute Nacht auf dem Berg oben, auf dem Großen. Und dann kam er zurück und hat gesagt, der Berg hat mir gesagt, schön, dass du da bist, aber heute Nacht gehst du wieder runter. Dann bin ich runtergegangen. Sag ich, und was sagst du zum Ritualplatz? Jetzt stimme ich dir zu. Die Natur redet schon mit uns, ne, wenn wir zuhören. Ja. Wow. Und für mich schon irre, was auch Pflanzen wachsen da in der Wüste. Ja. Yes. Wir hatten jetzt, glaube ich, von 5 Jahre her, da gab es ein Hochwasser dort. Und zwar kam ein 200 Meter breiter Fluss da, hat auch die neu gebaute Teerstraße auf 200 Meter Breite weggeblasen
Und Xagilan, wo wir vorher waren, auch am ersten Tag, haben wir dann verlassen. Wo wir dann gewesen waren, waren dann 60 Zentimeter Wasser. Und war wunderbar zu sehen, wie dann die Natur gesprossen hat und dann die Dromedare ziemlich durcheinander waren, weil plötzlich waren sie auf einer Wiese unterwegs. Und das war denen unbekannt in dem Maße. Und es gibt auch Kräuter dort und die sind natürlich schon besonders kraftvoll, dort, wenn da ein Kraut sich durchkämpft. Ja. Mhm. Was ist das? Ihr habt schon gegessen, glaube ich. Was könnte es sein? Machen wir es erst mal rein. Für diese Jahreszeit. Also eigentlich eine andere. Bisschen später im Jahr. Asparagus. Oh nee, das ist aber groß nach oben. Ein Spargel. Wenn man nicht abschneidet, sondern wechseln lässt und blühen lässt, dann schaut so ein Spargel aus. So was ist ja. Ja. Es gibt auch zu der Jahreszeit dann kleine weiße Blütchen, die oben stehen und die ist eine Knoblauchpflanze und die Blüten schmecken ganz wunderbar. Wobei, wir machen es dann wie die Dromedare. Die gehen ja auch, die sind ja unterschiedlich zu den Menschen, die sind weiser als die Menschen. Die gehen dort von Busch zu Busch, knappern an jedem Busch und gehen weiter. Ein Dromedar käme nie auf die Idee, einen Busch kahl zu fressen. Menschen schon, ne? Weil die Dromedare wissen, wenn sie das machen, dann gibt es bald nichts mehr zum Essen. Ja? Also auch bei den Knoblauchgewächs dort, wir nehmen halt ein paar von den Blüten und lassen die anderen weiterwachsen. Dann haben wir auch Dromedare dabei. Ist fein, auf denen auch mal zu reiten. Ab und zu haben wir auch Meharis dabei. Das sind Reitdromedare, wo man vorne sitzt. Muss man ein bisschen üben, dass man da gut im Sattel sitzen kann. Aber an sich das Haupt ist zu gehen und wirklich unseren Rhythmus in der Wüste zu finden. Und in die Wüste uns entspannen. Und beim Gehen auch, ja, man kann mit den Dromedaren gehen, man kann auch mit unseren Guides gehen und mal schauen, wer die Fahrzeuge fährt. Die Fahrzeuge kriegen wir uns tagsüber nichts mit, die sind da abends und die sind dann unser Orientierungspunkt. Der steht dann schon in der Ferne da, sodass man sich orientieren kann. Da laufen wir hin, wenn man allein läuft, weil man kann alleine laufen. Mhm. Hat einen Kompass, wir haben auch ein paar GPS dabei, wenn jemand da Sicherheit haben will, aber ich empfehle mit beiden zu arbeiten, mit Kompass und GPS, weil ein GPS kann ausfallen. Das ist auch in der Fliegerei, ne? Da ist GPS ein wunderbares Geschenk, aber wenn jemand nicht mehr terroristisch navigieren kann, kommt er womöglich schnell in Probleme, wenn sein GPS ausfällt und das Wetter auch noch schlecht ist. Und in der Wüste auch Spaß und Gefahr liegt beieinander und darum ist eine unserer Aufgaben dazu beitragen, dass ihr lernt, euch sicher zu bewegen, dass ihr euch lernt, auch an der Sonne zu orientieren, dass ihr lernt, den Kompass zu gehen. Und dann wirklich schauen, was fühlt sich für mich wohl an? Was ist, wenn ich Lust habe, alleine zu gehen, meinem Rhythmus fein? Und wir laden auch diese Ehrlichkeit beim Gehen ein. Wenn jemand sagt, hey, ich habe Lust, mit dir heute zu gehen, und dann gehst du mit dem ein Stück und dann merkst du, jetzt langt's. Dann nicht mit ihm 2 Stunden weiterlaufen und sagen, hey, das war schönes, mit dir zu gehen ein Stück. Gibt es noch was, was du teilen möchtest? Weil ich möchte dann gerne wieder allein und in Stille gehen. Und diese Unverschämtheit zu lernen und zu sehen, wir denken dann, wie verscherzen wir uns mit dem? Ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn wir uns wirklich zeigen, ehrlich, weiß der andere, er kann uns vertrauen. Und der muss nicht immer in der Halb-Acht-Stellung sein. Und das hat auch schon in Beziehungen durchaus neue Impulse gebracht, diese Ehrlichkeit in der Wüste zu üben und dann so weiter ins Leben zu bringen. Ja. Mhm. Das ist der Ali, auch einer, der war schon länger nicht mehr mit uns mit. Mal schauen, wo er jetzt steckt. Ja. Auch ein zu schauen, war gar nicht so einfach zu schauen, weil es gibt dort wie bei uns auch Menschen, die sind mit ihren Tieren in Tune oder es gibt auch welche, die ihre Tiere gar nicht mögen. Und das mag ich nicht, wenn man ein Tier hat, mit dem man zusammenarbeiten will und die nicht mag. Man könnte auch hier sehen, die haben fast alle keinen Nasenring, weil der Nasenring, je eitiger ist, umso besser folgt das Dromedar. Ne? Das liebe ich nicht so, sondern wo soll es ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier sein? Da backt ein junges Wesen Brot, das in dem Fall in der Dashin. Sehen wir auch nachher noch, es gibt Sandbrot. Das unterscheidet sich vom Sandkuchen, den ihr als Kinder gebacken habt, dadurch, dass es nicht aus Sand ist. Sondern ist. Kannst du auch essen. Bist du schnell verdaut. Ja. Wobei, das war eine von Jonas Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob er sich noch erinnert. Da wollten auch Erwachsene ihn verteidigen. Er war halt im Sand und langte so rein. Da gibt es auch Bilder. Schiebt ihn in den Sand im Mund.
also mit 6 Monaten, probiert nochmal. Und nach dem 3. Versuch war klar, nee, der Sand ist nicht so gut zum Essen. Die Erwachsenen waren überrascht, dass man da nicht eingreifen muss. Also ein Kind wird nicht 5 Löffel Sand essen, sondern es probiert dann. Stellt fest, gibt andere Sachen, die sind interessanter zum Essen. Ne? Genau, da schneiden wir es in Fladen immer auch gemacht haben, ja. Da kommt jetzt, glaube ich, nochmal Brot backen, oder? Das ist der Kreis. Hier seht ihr übrigens die Shoshan auch, ja. Und so auch, wo kommt die Gruppe immer wieder im Kreis zusammen? Mal schauen, was wir diesmal an Musik dabei haben. Die Radhika versuche ich gerade zu überzeugen, dass sie so ein größeres Ding mitnimmt. Ein Cello. Wow. Das wäre richtig. Ja, wir überlegen noch, wie wir es machen. Aber ich warne euch, ich spiele 1,5 Jahre. Also ein Übungs- und Lernfeld ist die Wüste. Und ich bin seit 20 Jahren begeisterter Beginner auf der Gitarre und habe vor 2 Jahren mit Michael Stillwater dann eine schöne Zusammenkunft gehabt und mit ihm ein paar Tage verbracht. Und von dem gibt es auch einen wunderbaren Film, das heißt Beyond the Fear of Singing. Den können wir vielleicht auf dem Runterweg auch anschauen, weil er zeigt, wie uns die Angst vom Singen beigebracht wird. Und die Musik ist eins, was einfach Menschen verbindet. Es gibt verschiedene Sachen, wo einfach der Kanal zum Hören aufgeht. Und zusammen singen ist eins und sich zu trauen, mit seiner Stimme sich einzubringen und unser Falsch und richtig loszulassen. Da sind ja auch die Tunesier unten. Die machen auch auf der Musik und dann sagen sie so, jetzt dein Lied. Und egal wie dieses Lied ist, sie freuen sich, dass du deinen Beitrag bringst. Das ist falsch richtig in der Form, wie es wir beigebracht kriegen in der Schule, kennen die gar nicht. Mhm. Und es ist so eine Erleichterung, aus dem Falsch und richtig rauszufallen und wirklich zu merken, ja, ich teile mich so, wie ich bin. Und dann habe ich gemerkt, meine größte Erkenntnis vor 2 Jahren war, wenn ich besser werde mit der Gitarre, muss ich, und muss gibt es so selten in meinem Leben, muss ich mehr als 2 Stunden im Jahr üben. Also jetzt übe ich mehr als 2 Stunden. Mal schauen, wie ich euch beglücken darf mit ein paar Liedern. Und mal schauen, wer noch Instrumente mitbringt und wir zusammen auch tönen. Und lasst mal schauen, ja. Da sind wir zusammen im Zelt, weil da hat es außen gewindet. Und dann haben wir im Zelt drin gegessen und zum Essen auch. Machen wir auch im Jonathan jetzt mehr 2 Mahlzeiten am Tag. Wo gibt es ein schönes Frühstück? Dann zum Gehen unterwegs nimmt man sich ein bisschen was mit, sei es ein Apfel, sei es Nüsse, sei es ein paar Datteln. Und dann gibt es ein schönes Abendessen. Und wir bringen bestimmte vor allem Trockenprodukte von hier mit. Aber Obst und Gemüse gibt es Wunderbares vor Ort. Mal schauen, ob noch die Granatapfelzeit ist. Wenn wir dort sind, die ist gerade und könnte da gerade auslaufen. Und dann nach den Granatäpfeln kommen die Erdbeeren. Die halten sich zwar nicht so lang. Ja, und mal schauen. Mhm. Und zu den Wundern, ja, geht nochmal eins zurück, Jonas. Da gibt es einen jungen Boy, der hier vorne sitzt mit seiner Mutter. Der war auch ein Wunder. Der stand vor einer Lebertransplantation und hatte verschiedenste heftige Allergien. Nach der Wüste nicht mehr. Und dann hat er eine Vision, ich weiß gar nicht, ob der Jonas davon weiß, hat er in der Wüste die Vision, er läuft mit Bayern München auf dem Spielfeld ein. Und dann ist er dafür gegangen. Ein bisschen sauer war dann, weil sein Bruder, der nicht dafür gegangen ist, der durfte auch mit einlaufen. Aber sie liefen dann mit Bayern München ins Stadion ein. Ne? Und das ist wieder, wenn jemand ein Bild hat, das wirklich in ihm verankert ist, seine Vision, und bereit ist, sein Hintern dafür zu bewegen, also dafür zu gehen, sich zu riskieren und bereit ist, dass es gelingt und nicht. Die Gelingenschance ist sehr, sehr hoch. Und viele bleiben nur beim Träumen. Und der erste Schritt ist Träumen und dann der andere ist zu schauen, wie komme ich da hin. Und das, ja, ist ein paar Jahre her, ist ein wunderbarer Boy geworden. Mhm. Hm. Ja, ein kleines Buffet und hier zu schauen, da entsteht das Sandbrot. Und die Europäer, die es danach machen wollen, die sagen, bei uns hält es nicht so. Die machen das nämlich ohne Treibmittel, ohne alles. Aber sie kneten es wirklich so, dass sie dabei ins Schwitzen kommen. Wirklich kräftig kneten und dadurch öffnet sich das Getreide und verbindet sich dann wunderbar. Und dann kommt die Glut vom Feuer weg und der Sand drunter ist ja heiß und da kommt das Brot rein und nach einer Viertelstunde ist es bereit. Da wird zuerst auf dem Tuch, dann zum Fladen gemacht. Ja. Diese Kastenbrote, die wir kennen, oder die großen in der Vergangenheit, eben erbrach das Brote, was ein Ritual auch war in der Familie.
wo das Brot gebrochen und in der Familie verteilt wurde, waren alles Fladenbrote. Also auch der eine, dieser kennt er bestimmt den einen, den Urhippie, der mit den Jesuslatschen. Jesus hieß er, Jesus, der auch zitiert, wo er einfach, er brach das Brote. Und es war einfach ein Ritual, wo das Essen zusammen beginnt. Das heißt auch, wir schließen gerne als kleines Ritual vom Essen den Kreis und kommen an, und uns zu erinnern. Ihr kennt ja, wenn wir heute nur noch hätten, wofür wir gestern gedankt haben. Und darum ist es gut zu merken, hoppala, wir gehören wirklich zu den Privilegierten hier auf Erden, die immer reichlich zu essen haben. Und wir schauen auch in guter Qualität. Und darum ist es gut, vom Essen kurz innezuhalten, uns zu danken, auch denen, die es gebracht haben, die es zubereitet haben, und dann zusammen zu essen. Das sind so kleine Sachen für mich, die Qualität in den Alltag bringen und die wir womöglich danach im Alltag auch beibehalten. Es muss nicht zwanghaft werden, aber zu merken, hoppala, wo ist es, innehalten und einfach unser Danke. Mhm. Hier kommt das Brot jetzt raus. Ein UFO. Da ist nochmal der Mabuk auch beim Feuer zum Brot, ja. Oh, und hier sieht der Charles mit seiner Wüstengitarre. Agnihotra kennen verschiedene von euch? Nee. Auch ein wunderschönes Ritual, ist aus der vedischen Tradition und hat sich ausgebreitet. Also wenn ihr jetzt im Internet nachschaut, findet man es viel inzwischen. Das zum Sonnenauf- und Untergang auch wieder kurz innehalten. Und wenn die Sonne waagrecht zu uns steht, ja, dann gibt es ein Mantra und dann Stille, bis das Feuer runtergebrannt ist. Und dann kriegt man von dem Rauch was. Und die Asche ist sowohl wunderbar zur Reinigung, aber ganz kleinen Mengen anfangen, weil sonst kann es sein, dass du das Blühen anfängst, wenn du zu dynamisch bist. Ist als Dünger wunderbar. Wir haben ja bei uns, es gibt einen Weinstock bei uns, der hat so vor sich hingekümmert, dann hat er das erste Mal Agnihotra-Asche gekriegt und im nächsten Jahr gab es wunderbare Trauben hier. War auch so ein Skeptiker, der sagt, ja, das glaube ich nicht so richtig. Am Schluss hat er gesagt, darf ich mal was mitnehmen? Und jetzt kam er nach 2 Jahren wieder und sagte, ich hatte eine Pflanze bei mir zu Hause, die hat 2 Jahre vor sich hingedümpelt. Ich habe immer überlegt, schmeiße ich sie jetzt weg oder nicht, aber ich brachte nichts über Herz. Und dann habe ich ihr die Agnihotra-Asche gegeben und dann hat die angefangen zu treiben, wie sonst was, ja. Und ich neige dazu, einfach Sachen auszuprobieren. Ich glaube sowas nicht, sondern ich mache es selber und probiere, wirkt es dann inzwischen. Und man sagt, es verändert den Energieraum im Umkreis von etwa 3 Kilometern. Und es gibt inzwischen viele, die es machen, ja. Und gibt auch Feuer ohne Agnihotra. Das ist der Thomas. Auch oh, ganz lieber der, ja. Und hier waren wir später, da gab es in der Dunkelheit schon noch zu essen. Am Feuer zusammen. Da gab es die Flöte, ja. Und was ist das? Das schaut so eigenartig aus. Der Norbert weiß es womöglich, oder? Wo ist das Auge noch? Nein. Hallo. Okay. Ein Schuh. Hallo, Matteo. Nein. Grüß. Grüß dich. Habe die Ehre. Ganz meiner, das ist die Ehre, gell? Unsererseits. Ja, da liegt die. Jetzt weiß ich es, ja. Hm. Ja? Nein, Norbert, was ist da? Sandbad. Sandbad. Wow. Ja, ein Sandmann, genau. Das Auge, habe ich dir gesagt. Und zwar macht man seine Kuhle in Richtung der Sonne, lässt die Sonne eine Stunde sowas reinscheinen und dann buddeln wir uns gegenseitig ein. Und so, dass du schönen Druck auf den Körper hast. Und Norbert, was passiert dann so? Bei einer Viertelstunde kommt erstmal Panik, oder? Mhm. Ja. Ich hatte das, mein Buch. Aber es wird besser. Und wenn man über diese Viertelstunde drüber geht, die Verweildauer war dann zwischen 1 Stunde, 2 und das längste war bis jetzt 8 Stunden. Und man wird zum Sand. Und da gibt es keinen Muss, sondern einfach drin sein. Und wenn jemand so lang drin bleibt, dann kommen wir ab und zu vorbei und geben ihm Wasser. Und wenn der Sand richtig heiß ist, mein Rekord war, so eine dicke Sandschicht auf dem Körper zu haben. Jetzt kannst du dir vorstellen, was der Körper dann an Flüssigkeit abgibt, die man auch wieder nachfüllen darf. Und es ja, Schwitzhütte, Sauna zusammen an sich, ja. Und die machen es dort auch zur Heilung, zur Körperreinigung, auch sehr wunderbar bei Rheuma. Und ich merke einfach, ich liebe es einfach, da im Sand zu sein und zu Sand zu werden. Das wird dann so.
Und hier geht die Gruppe los, erstmal noch zusammen und dann zu schauen, wo hat jeder sein Tempo, seinen Rhythmus. Wir gehen kleine Distanzen. Wir sind früher mehr größere Distanzen gegangen. Also wenn jemand mal eine größere Strecke gehen will, ist auch wunderbar. Laufe ich auch gern mal mit, eine größere Strecke. Aber es geht eher um das Meditative, das Langsame, mir meine Pausen zu gönnen, eben zu Sinnen kommen. Von Sinnen rennen kennen wir ja alle, oder? Nee, hat noch keiner von euch gemacht, oder? Wie wahnsinniger hier auf Erden zu rennen. Und wo ist diese Langsamkeit und Spüren? Kann schon mal sein, dass wir auch eine Tour machen, wo wir an Grenzen kommen, ja, aber nicht über Grenzen, sondern uns wahrnehmen. Natürlich, so nebenbei wird unser Fitness auch höher. Und bei mir kann ich sagen, wenn ich im Jonathan bin, passiert es mir oft so 3 Mahlzeiten am Tag. Jetzt haben wir auch hier reduziert auf 2. Dann nehme ich plötzlich hier 10 Kilo zu und in der Wüste verliere ich die 10 Kilo wieder, weil es gibt 2 Mahlzeiten, viel Bewegung und viel Freude in der Natur und gar keinen so großen Impuls zum Essen. Ja. Und dann koche ich auch oft für die Gruppe mit. Dann, achso, auch, das ist mein Hunger weniger, wenn ich für andere koche. Koche auch gerne, wenn ich faste sogar. Oh. Ja, wer ist denn das? Unser Nasenbär. Nasenbär. Unser treuer Begleiter. Das Salzbier hier wirkt. Der dient uns jetzt schon einige Jahre, der ist uns auch mal wunderbar zugelaufen. Dann haben wir ihn umgebaut für unsere Bedürfnisse. Und ich sage immer, ich bin ein fauler Hund. Also wenn ich was mache, mache ich es gern professionell. Und da ist halt auch eine Küche drin. Meistens kocht man draußen, aber ab und zu sind Windverhältnisse, wo es mal schnell geschwind drinnen kochen. Da ist Wasser drin, da sind Lebensmittel drin und unser ganzes Gepäck ist auf ihm drauf und wird für uns befördert. Und wir haben nur einen kleinen Tagesrucksack dabei mit 3 Liter Wasser, vielleicht eine kleine Windstopperjacke und Sicherheitsausrüstung, Feuerzeug, Streichhölzer und eine Lampe. Weißt du, Norbert, noch, wozu wir die Streichhölzer brauchen? Nein. Dann gehe ich davon aus, dass du sie nicht gebraucht hast. Weil es kann sein, dass sich mal jemand verläuft. Passiert selten. Aber wenn du im Dunkeln irgendwo stehst, ist es schwierig. Aber Holz gibt es dort mehr zurzeit, als wir denken. Ja? Und ein Feuer machen kann man. Und ein Feuer, wenn wir zum dann auf eine Düne gehen, sehen wir das durchaus auch 10 Kilometer weit. Außer jemand hat sich mit dem Feuerholz hinter der Düne versteckt. Ja? Aber oben auf einer Düne. Und auch eine Taschenlampe sieht man sehr, sehr weit. Und dann haben wir bis jetzt alle wieder gefunden. Ab und zu passiert es, dass jemand einen eigenen Weg geht. Mhm. Und es ist gut, ein Netz zu haben. Ne? Das ist auch von Tambain, Blick rüber über die Wüste hier unten. Auch spannend, wenn ihr Dünen seht, man kann nicht sehen, wir haben es früher ja Ballontouren gemacht. Und wenn du Dünenstrukturen aufnimmst aus einem Meter Entfernung, wenn es keinen Orientierungspunkt gibt, gibt kein Fahrzeug, kein Mensch, keine Pflanzen, oder aus 500 Meter, die Strukturen wiederholen sich. Also wie im Kleinen, so im Großen. Hm. Und Tambain ist einer meiner Lieblingsplätze, ja. Mhm. Ja, einfach zur Stille finden. Mich hat es letzte Nacht zuerst mal wieder rausgelockt, habe bei uns hier im Freien geschlafen und dann lockt es mich auch in der Früh einfach aufzustehen und eine halbe Stunde, Stunde zu sitzen. Ja? Wenn ich irgendwie in Räumen drin, dann muss ich mich fast immer zwingen, aufzustehen und rauszugehen und die Sonne zu begrüßen und die Natur draußen überhaupt nicht. Und die Stille zieht einfach in uns ein und es wird einfach ein neuer, geliebter Teil von uns. Wo ist der aktive Teil und wo ist der stille Teil? Ja, anscheinend ein paar Bilder von meinem Lieblingsplatz. Das ist Tambain, ja, die 2 Berge. Ein schönes Naturschauspiel in der Früh, wo Nebel durch die Dünen zieht. Und für mich, wenn man sieht in der Früh, wenn man dann am Sonnenaufgang ist, vorm Sonnenaufgang, wie Evening Come Spirit Rise, wo die Energien sich verändern, wo so schwarze Teile hochsteigen und du wirklich siehst, wo jetzt andere Geister hier auf Erden sind. Am Anfang dachte ich, komisch, ist das eine Augentäuschung? Nein. Und es gibt noch ein wunderbares Phänomen. Nach so 2,5 Wochen hört man den Erdklang. Ganz tiefes. Und das ist auch faszinierend, weil unser Hörvermögen
verbessert sich aus dort und dann sind wir mit der Welt neu tief in Verbindung. Die hat bei uns, wie erstaunlich, den Spitznamen Pyramide. Feuermännchen. Und Feuer machen bringen wir euch auch allen beiden. Für die, die es noch nicht können. Es ist hilfreich im Leben auf Erden, Feuer machen zu können. Und so gegen Ende geht es dann oft nach Xagelan. Das ist eine warme Quelle. Und dann gibt es aber ein Stück weiter noch eine heiße Quelle. Die hier hat so, was hat die, 27, 28 Grad. Und die weitere, die hat dann, kommt mit 65 Grad raus und man kann sich bewegen, dann wo man sein mag, zwischen 45 und 32 Grad in dem Becken. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, wie wunderschön es ist, nach 2 Wochen Wüste da rein in ein heißes Wasserbecken zu kommen. Und da drin machen wir gerne. Was machen wir da drin? Na, ist noch kein Bild drin. Ah, da ist gar keins drin. Da bin ich dabei. Da bist du dabei? Ja. Links. Wunderfein. Und was ist dann noch passiert in dem Warmwasserbecken, Norbert? Ist da irgendwas passiert? Oder sind wir nur schwimmen gewesen? Ja, war schön. Weil oft gibt es da auch, je nachdem, ob es passt von der Ding, eine Watsu-Session. Also Watsu kennt ihr verschiedentlich. Bewegen im, also einer führt den anderen, bewegen im warmen Wasser, wo du wirklich eine tiefe Meditation auch singst, als der, der gehalten wird. Ja. Und da bringe ich auch gern was bei. Und das, was ist das? Das große Nichts. Irgendein verschiedene von euch sagt, warum ich Karl May noch was? Ich glaube, der ist nicht mehr so in heute, oder? Karl May, kennst du noch? Alle ja, okay. Da gibt es ein Buch, das heißt Der große Schott. Mhm. Und das ist der große Salzsee in Tunesien auch. Also im Auto würde ich da nicht drauf fahren. Ab und zu hält es, aber wenn du da einsinkst, ist es nicht lustig. Im Sand, wenn du buddelst, du wirst sauber dabei. Aber hier ist unter der festen Sandsicht obendrauf und der Salzschicht, zum Teil ist es dann weiß, ist drunter nass und Schotter. Das heißt, von den Bergen rundherum, auch vom Atlasgebirge, kommt Wasser runter. Und es ist unter Meeresspiegel dort, aber es verdunstet dort schneller. Aber es ist ein ganz spannender Energieort auch. Das große Nichts. Und das ist auf dem Rausweg. Da ist ein Teil der Gruppe länger geblieben, einen anderen Teil habe ich rausgefahren. Und dann haben wir eine Abschlussrunde am Meer gemacht. Sind auch ins Meer gesprungen. Haben dort Kaffee und ein paar schöne Sachen gekriegt. Gibt es ein kleines, da wo wir da waren, gibt es ein kleines Café. Und einfach einen Rückblick auf die Wüste und schauen, was ist das, was ich mit rausnehme? Was ist das, was ich neu in mein Leben bringen mag? Und am Anfang mehr und am Schluss mehr. Mal gucken, wenn wir jetzt runterfahren, ist wahrscheinlich noch ein bisschen frisches Wasser. Ich vermute mal, dass so, wenn wir runterkommen, 17, 18 Grad haben. Wenn wir rausfahren, dürfte es mehr auch schon über 20 Grad haben. Kann sein, dass wir ein bisschen Steine gucken. Wo ist das? Nein, nicht Italien. Die größten römischen Ausgrabungen gibt es in Nordafrika, in Libyen und in Tunesien. Das El Djem, ein Amphitheater mit 30.000 Sitzplätzen. Das vor 2000 Jahren. Das hätte man bei uns in Bayern nicht gefüllt gekriegt. Da hätte das Stadion mit 500 Leuten gefüllt gekriegt. Weil da waren wir noch, wo wir uns von Dorf zu Dorf die Köpfe eingeschlagen haben, ne? Ritualisiert. Und dort wurde schon, da war eine ganz andere Kultur. Und ab und zu sind Leute unten überrascht und sagen, wow, Schriftzeichen haben die andere als wir, aber Zahlen haben die ja die gleichen wie wir. Sag ich, ja, Moment mal, wie heißen die Zahlen? Aber wie heißen die uns? Arabische Zahlen. Wo meinst du, dass die herkommen? Aus Arabien. Ne? Und wer hat die Null erfunden? Weiß ich nicht. Und damals haben wir und die Römer inklusive, haben noch die mit Meißel in Steine die Zahlen, drum diese geraden Zahlen, die waren leichter zu meißeln. Und in der Kultur, im Osmanischen Reich, gab es schon andere Schriftzeichen. Ja. Und es kommt ja auch bei uns in Geschichtsbüchern, kommt jeder kleine Krieg irgendwie
kriegt 5 Seiten und wann der begonnen und dies und jenes und so. Aber das Osmanische Reich, was durchaus über einen langen Zeitraum ging, kommt bei uns in einer Viertelseite vor. Und viele unserer Kultur kam von denen, aber viele Kulturen haben ja so eine, alle Kulturen haben eine Produktentwicklungskurve. Also ein menschliches Leben hat eine, ein Getreide, das man anpflanzen, hat eine, jede Kultur hat eine. Und wenn man am vorm Höhepunkt nicht anfängt, das Nächste aufzubauen, dann geht der Niedergang. Und womöglich stehen wir auch da gerade in unserer Kultur, dass wir uns erinnern dürfen, dass womöglich unser Beherrsche die Welt, macht sie euch untertan, falsch verstanden ist, dass es darum geht, der Welt zu dienen. Auch ein guter König ist der oberste Diener des Volkes gewesen und der konnte auch unpopuläre Maßnahmen zum Wohle von allen treffen. Heute Politiker machen das ja nicht mehr, die schauen nur bei jedem, was sie sagen, ob sie Wählerstimmen kriegen. Das ist ein bisschen ein Problem, würde ich sagen, für unsere Kultur. Aber wir stehen an einem Punkt, wo entweder wir kommen auf eine neue Ebene und gehen in neues Bewusstsein und lernen, mit der Natur in Einklang zu sein. Oder, und da gab es heute einen wunderbaren Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, vielleicht teile ich den auch noch, wo jemand schrieb, dass ja, der Mensch, so wie er weitermacht, wenn er nicht erkennt, einfach wird er auf Erden verschwinden. Er sorgt selber dafür. Oder auch ein lieber Freund, der diesmal wieder mitkommt, so wie es ausschaut, der Achim Halpap, der hat den Global Chemical Report gemacht, der hat in der UNO den Umweltschutzbereich geleitet und nach der ersten Wüstentour war klar, dass Produktentwicklungskurve diese Phase seines Lebens zu Ende geht und hat den Report noch gemacht und dann habe ich gesagt, du, was da drin steht, Achim, das heißt einfach, wir müssen uns über Überbevölkerung keine Gedanken machen, wir bringen uns um. Und er sagte auch, der Einzige, der ehrlich ist, war der Trump, weil alle anderen Umweltminister treffen sich, machen Beschlüsse und sagen, ja, wir frieren es ein und dies und jenes. Die Chemieproduktion verdoppelt sich und sie reden weiter und weiter. Und der Trump hat wenigstens ehrlich gesagt, der könnte es mit den Schuhen aufblasen. Ne? Die tun so, als würden sie was tun. Ja? Also man kann über Trump vieler Meinung sein. Aber er sagte, das war der einzige Ehrliche in dem Kreis. Der sagt, vergesst es. Ja? Und die Frage, ob wir lernen, da achtsam und bewusst zu sein, und es fängt natürlich bei jedem Einzelnen von uns an. Darum ist einerseits schon verrückt, uns auf den Weg zu machen, da runterzufahren und auch Diesel zu verbrauchen. Andererseits, wenn wir eine neue Bewusstheit und Klarheit zurückbringen und die auch teilen dann in unserem Leben und sich verankert, eine neue Bescheidenheit lernen, die eine Fülle beinhaltet. Die Einladung, ja. Weil, hat ja jeder von uns schon erfahren, ne? Wir haben 50 Jahre jetzt versucht, über große Autos, große Häuser, größere Dinge glücklich zu werden. Das hat nicht so funktioniert, oder? Glück ist woanders, ja. Und klar, alles bewusst, dass man Liebe nicht kaufen kann. Trotzdem behaupten wir, es gibt käufliche Liebe. Nein, gibt es nicht. Wir können den Raum von Sein in Liebe betreten und den auch teilen. Und der ist nicht mit Geld zu kaufen, sondern einfach mit Präsenz und mit Dasein. Und wie Norbert vorhin sagte, mit Gelassenheit. Also wirklich im Moment zu sein, Dinge so lassen zu können, wie sie sind. Und wirklich da hineinzuatmen und da zu sein. Und das ist für mich Wüste, uns immer wieder erinnern und diese Erinnerung wirklich mit uns zu haben und Leben verändern lassen. Ja. Und das ist ein Stück Botschaft, die wir gerne geben wollten mit Bildern aus der Wüste, weil jetzt kommt dann noch ein Bild, wo wir von oben auf die Welt schauen. Das sind die, mit dem Flieger zurückgehen, ja. Und die anderen gehen auf die Pferde und von da. Und am Schluss gehen wir wahrscheinlich noch Sandrosen holen. Wir haben hier vom Jonathan wahrscheinlich die 2 größten, die es hier gibt im Norden, nördlich der Wüste. Vom Jonathan-Eingang stehen 2 Sandrosen mit jeweils 600 Kilo. Stimmt nicht ganz. Eine hat 620, die andere 640. Und dann holen wir wahrscheinlich noch Olivenöl ab, Demeter-Olivenöl und auch noch Datteln. Und bringen fürs Jonathan in der Regel so, ja, so eine Tonne Olivenöl und eine Tonne Datteln mit. Obwohl, wenn er zu der ersten Zeit wahrscheinlich nur 600 Kilo, dann kommt nämlich die nächste Ernte im Herbst schon wieder. Und das ist unser kleines Mitspringel so aus der Wüste auch, ja. Ja, das war euch ein Stück entführen in die Wüste, in dem Hinspüren. Und Norbert, kommen da Erinnerungen? Absolut. Sehnsüchte. Ja, und wie ist es für die anderen, die sich schon angemeldet haben und jetzt ein bisschen Wüste spüren durften? Ja, ich könnte von mir sagen, es ist faszinierend und alles, was du sagst, ist genau das, wonach ich mich total sehne, ist total und
Jetzt vor ein paar Tagen war ich schon voller Vorfreude. Ich habe schon ein Zelt gekauft und den sogar geschafft aufzubauen. Erste Zelt in meinem Leben. Spät, aber lieber bis spät als nie. Und leider jetzt habe ich ja so ein Problem bekommen, wo ich hoffe, dass ich das lösen kann. Weil im Moment fühlt sich blöd an und heute habe ich sogar gedacht, es tut mir so weh, dass ich werde gar nicht zum Zoom jetzt kommen, weil es tut mir einfach weh, die Vorstellung, dass ich das nicht schaffe. Aber ich habe noch Hoffnung und schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Du hast mir da ein paar Sachen geschrieben und es arbeitet und ich hoffe, es klappt, weil ich möchte schon sehr gerne das erleben. Wirklich, das ist diese Stille, davon habe ich echt jetzt sehr geträumt, einfach diese Stille zu hören. Ich war in erste Klasse, erste bis dritte Klasse, war bei mir so tolle Lehrerin. Die hat uns rausgebracht, weit in die Natur und hat gesagt, Kinder, und jetzt hören wir die Stille. Und wir haben wirklich dann alle nichts mehr gesprochen auf die Jährigen, sondern nur Stille gehört. Und ich habe echt danach mich gesehnt. Hoffe, drück mir die Daumen. Der Bernhard schaut dir schon frech über die Schulter hinter dir. Grüß dich, Bernhard. Ja, ist gerade dazu gekommen. Genau, spazieren. Und ich wollte. Magst du verraten, was du mir geschrieben hast und was ich zurückgeschrieben habe? Ja. Das stimmt schon alles. Stimmt schon alles. Nur im Moment ist es ziemlich heftig und ich weiß nicht, wie schnell ich das so auflösen bekomme. Aber für andere auch, wir haben es auch oft, wenn Menschen zu intensiven Seminaren zu Jonathan kommen oder zur Wüste, da gibt es dann schon Rebellion von dem alten Sein, ja, weil es sind Schritte, die unser Leben verändern und unser Ego will das gar nicht. Ne? Es gibt ein wunderschönes Video, den ich auch geteilt habe, der meine Zeichnung ist über Dragon Dreaming und können wir auch nachher nochmal einen Link dazu tun, der war in unserem letzten Newsletter drin, verschiedene haben den Newsletter ja gekriegt von euch und da wird einfach schön beschrieben, wo sind wir in der Komfortzone, ne, und bewegen wir uns und das ist nicht unbedingt komfortabel, also jeden Tag in Stau stehen ist für einen Komfortzone, jeden Tag vom Chef angeschrien werden ist Komfortzone und da gibt es verschiedene Sachen, die für uns gewohnt normal sind und da rauszugehen, also viele halten es gar nicht aus, wenn sich dann der Arbeitsplatz endet und der Chef schreit nicht mehr, dann fühlen sie sich plötzlich unwohl und wenn wir bestimmte Sachen machen, die in die Tiefe gehen, ja, wir haben es mal gehabt, ein Tantra-Seminar für Paare mit 60 Teilnehmern. Zum Abendessen kamen nur 20. Die anderen Paare waren mit Paarstreit beschäftigt, weil sie wussten, es ist die letzte Chance, jetzt nochmal zu streiten, weil wenn man tiefer geht im Tantra-Training, du kannst den anderen nicht mehr beschuldigen, es geht einfach nicht mehr. Ne? Und es auch, also das dann, Olga, weil ich habe dir gesagt, es ist lebensverändernd für dich und das kann ein neues Kapitel sein und auch wenn da jetzt Schmerz und Ding sei, guck, ob du einfach auf Heilung ausgerichtet bist und den Schmerz mitbringst und den Moment in der Wüste lässt. Weil du hast gesagt, es ist vermutlich ein Leistenbruch, habe ich dir auch gesagt, Leistenbrüche tut man heute, früher hat man sofort operiert, macht man heute meistens gar nicht mehr, weil der Körper kommt damit zurecht. Ja. Und du meinst, ich kann damit gehen? Also wir können gern tiefer hinschauen, ja, und wenn nicht, ziehen wir dich hinterher. Genau. Ja. Aber denkt ihr nicht, das Ego meldet sich und findet alle möglichen Ausreden. Naja, aber das habe ich schon seit September gehabt und das habe ich immer wieder weggebeamt und habe gesagt, das kriege ich schon hin. Und war aber nicht so klar Diagnose gestellt. Das kam erst jetzt richtig so stark. Sonst hätte ich vielleicht vorher schon irgendwas reagieren können, aber na gut, ist halt jetzt so, ich nehme es wie es ist und kann man viel darüber denken, aber jetzt gerade heftig. Ja. Und ja, ich hoffe, wir können gerne auch tiefer hinschauen und gucken, was willst du sagen, weil es war von der Weile, war es ja Bandscheibenvorfall, oder? Ja. Was war der? Ja. Und zu schauen, wo da sagt dein Körper, hey, halt inne, schau hin. Und beginn neu zu leben. Geht das Risiko des Lebens neu ein. Aber so Übungen, so Geschenke hat er von euch sonst auch noch niemand gekriegt im Leben, oder? Nein. Manche suchen sie sich selber sogar. Nochmal? Manche suchen sie sich selber sogar. Naja, die Frage, womöglich schickt uns die unsere Seele, weil wir wollen uns ja entwickeln. Mhm. Und ich sage immer, das Schicksal schickt uns wunderbare Sachen oder das Universum, wie immer wir es nennen wollen, und es fordert uns immer zu 100%, weil alles andere wäre Zeitverschwendung. Und ich habe noch nie erlebt, dass und ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine Übung kriegt, die ihn überfordert.
Aber es bringt uns oft an die Grenzen, oder? Habt ihr alle schon erlebt, oder? Erst denkt man, das ist nicht zu schaffen, und dann merkt man, oh wow, uns hat uns vorwärts gebracht, ja, auf eine neue Ebene. Kennt ihr auch in Beziehungen, ne? Eine richtige Beziehungskrise, entweder man trennt sich oder man geht zusammen auf die nächste Ebene. Ja. Und die Frage, hält man dem Stand und schaut wirklich, was ist der Konflikt, was gilt es zu lernen, und dann sind wir auf einer neuen Ebene. Und die Einladung ist wirklich, alle Themen, die euch im Leben beschäftigen, bringt sie mit, ja. Und alle, die mitkommen, kriegen auch noch einen Fragebogen für uns zur Vorbereitung. Und da beginnt die Tour dann meistens schon richtig kräftig. Und ja, das ist die Einladung aus dem Stellen. Die Radhika hat den, wir machen auch vom Team den Fragebogen jedes Mal neu. Und die Radhika hatten wir gestern geschickt, gell? Wie war das? Also eigentlich noch nicht mal absichtlich geschickt, ne? Aus Versehen. Ja, ich wollte eigentlich meinen Bogen mit den Daten verschicken, und ich habe diesen Fragebogen angefangen zu schreiben, weil ich den iterativ mache. Also so einmal bis zur Hälfte, dann die zweite Hälfte, dann wieder drüber gucken und so. Und irgendwas ist passiert, dass dieser Bogen direkt rüber zu Charles gewandert ist. Also es ist gut, weil es im Prozess ist, und er darf aber auch gerne noch die zweite Ebene kommen. Bekommt ihr auch von uns. Und das ist schon ein Thema. Wir sind einfach zusammen auf der Reise, und für mich auch immer Leitung und Teilnehmen, das vermischt sich immer mehr, wenn wir aber auf dem Weg sind zusammen, ja. Und wo sind wir miteinander, füreinander da, und wo bringen auch wir vom Team unsere Themen mit und zeigen uns mit denen. Es geht nicht darum, dass unsere Themen die Tour überlappen, aber wir sind mit unserem Erforschen dabei, und das liebe ich. Also so ein Trainer sein, der auf dem Elfenbeinturm sitzt und alles schon kapiert hat, und die anderen Idioten, die müssen wir jetzt dahin bringen, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Sondern, ja, ein Stück gegangen sein, Bestimmtes zu teilen zu haben, einzuladen, zu forschen, klar, ein Stück Lebensweisheit, Erfahrung dabei zu haben und weiter forschen. Ja. Das ist auch mit dem erwachten Sein, da denken viele, ist so ein Endpunkt. Es ist ein Schritt auf der Reise, wo wir plötzlich neu aufs Leben gucken und feststellen, es geht nicht ums Überleben hier, sondern hier ist mehr, hier ist ein wunderbares Spielfeld, in dem wir da sind, um Bestimmtes zu erkennen und zu lernen. Und alle Sachen, die uns stören, sind womöglich genau die Geschenke. So mein Bild dazu, was ist euer Bild dazu? Ja, kann ich bestätigen. Ja? Aus eigener Erfahrung, bis jetzt zumindest. Und bereit für neue Erfahrungen? Das weitergeht. Ja, immer erfahrungsoffen, natürlich. Darf es leichter werden? Noch leichter? Es wäre schön, ja. 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 Was für mich der Unterschied irgendwann ist, und ist, irgendwann gibt es zu dem, was das Universum, die Göttin, das Schicksal, was immer uns schenkt, keinen Widerstand mehr. Weil viele sagen, ja, hört es irgendwann auf. Sag ich, du, auch beim Autofahren, du kannst immer weiter lernen, ne? Oder bei was weiß ich, oder beim Kochen, du kannst immer weiter lernen. Und mich hat der Ron Smotherman, der hat mal geschrieben, irgendwann musst du dich entscheiden, auf deinem Weg zu üben, ein Meister zu werden, oder ein Meister sein, der übt. Weil jeder Meister, der nicht mehr übt, verliert seine Meisterschaft. Und darüber uns bewusst zu sein. Es geht immer weiter, aber irgendwann ist der Widerstand weg. Ja? Irgendwann, wenn ein Fehler passiert, freuen wir uns und lernen raus und ärgern uns nicht mehr. Das wäre so eine Kleinigkeit drin. Ja, ja, und das sind so Bilder. Und das ist diese Gelassenheit auch wieder. Ja. Ja, schau mal, was sind auch für euch Fragen dazu? Bilder dazu? Ich muss mal testen, ob man mich hört. Nein, man hört mich. Ja. Ah. Ja. Heißt es Christine? Christina? Christbaum. Christbaum? Also wir hören dich. Man hört mich. Ja, ah, du bist gehört. Das ist gut zu wissen. Also ich heiße Christiane und ich habe meinen Vor- und meinen Nachnamen abgekürzt. Und normalerweise ist kein T dabei, aber Christbaum ist ja auch gut, oder? Also es hat bei deiner Wüstenreise jeder ein eigenes Zelt dabei und Schlafsack und so weiter. Ich meine, du bist leiser geworden jetzt gerade, aber wir hören dich noch, glaube ich, alle. Ja. Also
Es gibt auch eine Ausrüstungsliste, die man dann zuschicken, wenn sich jemand angemeldet hat. Und es gibt Ausrüstung, die man bei uns auch leihen kann. Ja? Und man braucht nur ein einfaches Zelt. Ich empfehle diese simplen Pop-Up-Zelte. Da machen wir auch ein Training im Abbauen wieder. Weil aufgebaut sind in 3 Sekunden. Und wenn es windig ist, dann braucht es noch Heringe dazu. Die Heringe sind nicht aus Metall, sondern Stoffsäcke. Ah. Weil dann um die Zeltschnur rummacht und ein bisschen einbuddelt und das hält dann wunderbar. Und das Zusammenbauen geht auch in 20 Sekunden, wenn man es dann kann. Und das üben wir aber zusammen. Mhm. Und irgendwo bringt jeder sein eigenes Zelt mit oder kann es bei uns leihen. Uns braucht kein teures Zelt. Die Olga sagt, sie hat gerade eins gekauft. Die gibt so ab 40 Euro sowas, ja. Und immer mehr schlafen dann auch im Freien. Darum empfehlen wir gute Schlafsäcke. Und am Anfang gibt es selten ein Stück Vertrauen. Und irgendwann stellt man fest, man braucht es gar nicht. Und der Sternenhimmel ist wunderbar. Und Einweisungen auch zu gucken, Schlafplatz mit Tieren, da begleiten wir euch. Ja. Und eine gute Ausrüstung ist wichtig. Aber darum gibt es eine gute Liste von uns, wo ihr dann schauen könnt, hier gibt es ein paar Sachen, die kann man dabei haben und andere Sachen, die muss man dabei haben. Zum Beispiel Feuerzeug für Notfälle. Ja. Noch Frage von dir, Christa? Christina? Im Moment fällt mir nichts ein. Das fällt mir dann immer später ein. Auch da, ihr könnt jederzeit, sei es Facebook, sei es Mailadresse, habt ihr ja. Euch melden, Fragen. Alle Fragen sind willkommen, ja. Weil es ist wichtig, dass jemand, der erstens überlegt, dass er alle Fragen erstellen kann und auch, dass wenn jemand sich entschieden hat, dabei zu sein, alle Fragen beantwortet sein, dass ihr euch sicher fühlt, wenn ihr kommt. Mhm. Außerdem, wir haben noch einige Zuschauer, Zuhörer bei Facebook Live dabei. Ihr dürft uns auch gerne über die Kommentarfunktion einfach Fragen stellen oder direkt auch an Charles im Messenger was schreiben. Wir sehen das und könnten die auch jetzt noch für euch beantworten. Wir üben nämlich mit uns öffentlich zu zeigen. Und es klappt schon, ja. Es sind da 16 erreichte, ja, sind ein paar noch. Ja, immer mal. Bis zu 8 Leute waren jetzt gerade online. Mhm. Sehr schön. Und auch schauen, hat von euch jemand etwas dagegen? Es kann sein, dass wir das auch, wir haben es mitgeschnitten, dass wir es auch online stellen. Ist das für euch alle okay? Oder hat jemand Scheu, öffentlich gezeigt zu werden? Die Dagmar hat schon genickt. Der Charles und der Jonas nicken auch. Norbert auch fein. Dich in die Welt hinaus. Die Angelika. Ich nick auch. Du nickst auch, oder schön? Ja, ja. Ja. Ja, wow. Ja, schön. Corona. Schön, danke euch. Also das ist wirklich ein Riesengeschenk. Also ich finde es total wertvoll, gerade so untereinander auch zu sprechen, sich auszutauschen, weil es bringt die Gruppe schon vor der Reise zusammen. Also das ist irgendwie auch nochmal was von den ganzen virtuellen Medien. Sonst ist man ganz gespannt auf den Abreisetag und ich habe so das Gefühl, wir sind schon losgereist. Also die Reise hat schon viel, viel früher begonnen. Mhm. Und mit eurer Bereitschaft, euch hier ein Stück weit auch zu zeigen, zieht es wiederum die Menschen an, die mit uns reisen wollen. Und der Matteo wollte gerade was sagen. Ja, ich bin gerade ein bisschen nur, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich weiß, seit 2 Tagen und vor 2 Jahren habe ich mal mit einem Bekannten, mit dem Arjuna und mit der Jemini, ich glaube, Charles, die 2 kennst du, die sind von Rosenheim, sind Freunde von mir. Mhm. Und mit Arjuna habe ich mal geredet, dass wir da mitmachen, vor 2 Jahren. Und jetzt hat mir die Jemini vor 2 Tagen das geschrieben und dann habe ich mir deinen Post angeschaut, ja, und seit ich habe da jetzt 2-3 Mal geschrieben. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und wie sagt der Bauch? Was sagt der Herz? Und wo rebelliert der Verstand? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich könnte es mir schon irgendwie einrichten. Bei mir ist gerade viel los. Das war eine schlimme Angst und ja, Scheidung hinter mir und neues Mädel und ach, so viel. Ja. Ja, mitbringen. Ja, jetzt gerade, ich habe gerade mein Kaffee runter, ich habe noch einen Arbeitspullover. Weißt du? Ja, wunderbar. Ja. Ja, schön, komm einfach so, wie du bist. Ja. Das ist schlimm, in der Wüste ist jeder so willkommen, wie er ist.
und alle Masken dürfen abfallen und eben auch das Thema, das dich gerade bewegt, ja, darf ich vielleicht verraten, ist, Matteo sagt, ein Beziehungsthema, ne, eine Veränderung, wirklich schauen, für jeden, das ist ein Thema für viele, zu sehen, wo verstricken wir uns da und um was geht es wirklich, und oft ist es ganz einfach, das zu erkennen. Und ich habe in der Wüste die 60-Sekunden-Intervention gelernt. Also wo jemand vorm Losgehen kommt, du Charles, mich beschäftigt das und das und das und das. Und dann merkst du, er hat so ein enges Bild dazu. Sag ich, schau mal so drauf, da könnte das bedeuten, das könnte sein, das könnte sein. Was passiert denn wirklich? Was sind deine Ängste wirklich? Und dann kommen die Leute oft nach 3 Tagen und sagen, du beim Gehen dann, und das ist das Schöne auch für uns als Begleiter, 70% macht die Wüste. Im Seminarum musst du als Trainer 70% machen, in der Wüste willst du stören, wenn du 70% machst. Und da wirklich zu schauen, was ist das Wenige, was es braucht, aber was ist das, was es braucht. Und dann öffnet sich so ein Thema und plötzlich ist ein neuer Blick da drauf. Ja? Und plötzlich, darum sage ich ja, die Veränderung in der Welt im Kleinen passiert durch Bewusstsein. Also jedes Thema, jedes Problem, das da ist, wenn wir das anschauen, traut sie sich noch nicht her. Matteo. Jetzt bin ich gerade, Charles. Da hast du gerade gewunken, jemand? Ja, das Saraswati habe ich gerade gewunken, das gerade. Traut sie noch nicht her. Wachst mal schnell ins Filter los. Und dann sehen wir, gerade Beziehungen ist ein wunderschöner Ort, um gewahr zu werden, was machen wir, was sind Ängste, stehen damit, wo schäumen wir uns für, vor Konflikten, und weil wir denken, wir zerstören was, und genau dadurch, dass wir Konflikte vermeiden, füttern wir die ja. Also alles, was wir vermeiden, füttern wir. Und dieses Ja zu uns und zu allem, was sich zeigt, und wirklich die Geschenke wahrzunehmen. Ja? Und das ist für mich der Weg an sich, ja. Und da Freude drin zu haben. Und dann kommt eine Leichtigkeit rein. Und wenn das nächste Mal die gleiche Übung im Leben kommt, die versuchen, in Stress zu gehen, die lassen wir vorbeiziehen und gehen einfach in unsere Liebe, in die Entspannung. Das sind da drum. Sei mit dem Thema willkommen, und ich vermute, dass du andere mit dem Thema Beziehung, oder von euch hat noch nie jemand irgendwie Beziehungsthema gehabt? Olga noch nie, gell, oder? Nee, gell? Nee, das ist es, ja. Ja, und zu schauen, es ist ein Lernfeld der Planet Erde, und da können wir uns gegenseitig wunderbar unterstützen auch. Ja. Und es ist auch für mich geht es weniger, die Wüstentour wunderschön, und wo ist aber der Teil, wo ich und wir vom Team danach auch begleitend zur Verfügung stehen. Weil was uns interessiert, ist, dass das Leben des Einzelnen auf eine neue Ebene kommt und wir wirklich in die Welt, ja, durchaus als Leuchtturm, ja, als strahlende Wesen da sind und einfach eine neue Qualität in die Welt bringen. Und gerade in der Zeit, wo Angst herrscht, wo können wir Vertrauen fördern in die Welt? Und, ja. Und Vertrauen in uns selber, in Verbindung auch. Ja. Und ja, meine, du hast ein bisschen geschrieben, Matteo, und sagt, ja, ich reflektiere darüber und ich frage mich und ich hoffe, ich habe Fehler gemacht. Die meisten Fehler im Leben lassen sich wieder lösen, ne? Wenn wir mit Liebe begegnen, uns selber und damit auch dem Gegenüber. Und unsere Ängste in den Arm nehmen. Und in der Verbindung auch die Ängste teilen. Und wenn eine Krise kommt in der Beziehung, wunderbar, begrüßt sie, versucht es nicht zu reparieren, lasst sie erstmal da sein und erkennt sie. Und seid da in der Gelassenheit. Und ja, für mich, es geht darum, unsere Liebesfähigkeit zu erhöhen. Sind wir fähig, allem, was sich zeigt, mit Gelassenheit und mit Liebe zu begegnen? Und ich hatte es bei uns im Jonathan, wir waren ja die Zeit, wo angeblich Lockdown war. Wir haben genau geschaut, was kann man an Seminaren machen, und haben gemacht. Und dann gibt es Leute, die schicken dir die Polizei vorbei. Und die Frage, wenn die Polizei kommt, können wir denen vom Herzen her begegnen? Oder sehen wir die als Feind? Und wenn wir die natürlich als Feind sehen, müssen wir uns über deren Reaktion auch nicht wundern. Und wir haben sie begrüßt und reingebeten und gesagt, ja, schaut, das ist gerade, was bei uns läuft, und das ist das. Nach unserem Bild ist es im Rahmen des Erlaubten, und waren wunderschöne Begegnungen, ja. Und die Frage, von wo aus handeln wir? Von wo aus leben wir? Und das geht es, glaube ich, wo kommen wir aus diesem Angst des Lebens raus, erinnern uns, was wir wirklich sind. Und ich habe hier so ein Zeichen am Ding. Hier sieht man das? Warte mal. Wo sind wir denn? Ah, mal gucken, ob man mein Zeichen-Ding kann. Ja, Merkur. Ja. Wir sehen es, ja. Der freie Mensch zwischen Himmel und Erde, also gut geerdet und gut gehimmelt. Die Olga kennt die Übung schon, gell? Da gibt es auch eine Übung, wo wir wirklich das Atmen und uns wirklich verbinden. Wann immer wir uns einsam fühlen, allein fühlen, wir können gar nicht allein sein. Und wo atmen wir das ein
und verbinden uns mit der Erde. Und dann, wenn wir in der Verbindung sind, dann teilen wir uns in die Welt und kommen von unserer Fülle. Und sind, ja. Rutscht mal noch ein bisschen an dein Mikro vor. Was, weiter zurück? Was? Nein, ein bisschen näher zum Mikrofon. Ach, man hat ihn wundervoll gelaufen. Ja. Die wertvolle Botschaft. Genau. Und da gibt es so ein paar schöne Übungen, die ganz spielerisch sind, wo wir einfach in unsere Mitte kommen und unsere Freude, Kraft, Liebe teilen. Und ein Ritual, das ich auch gerne mache, vielleicht brauchen wir es auch eine Wüste diesmal, ist vom Liebesbettler zum Liebesdiener. Liebesdiener. Jonas sagt, ich soll näher ans Mikro gehen. Und wo ist es eine Übung hier auf Erden? Wo betteln wir oft um Liebe und kann nicht zu Liebe führen? Und wo kommen wir als Diener der Liebe und teilen Liebe in die Welt und deswegen in uns zu verankern? Und das bringt neue Qualität. Und ich glaube, um die geht es im Moment. Wirklich, ich sehe es als tägliche Übung, die Liebesfähigkeit zu erhöhen, zu erweitern. Dafür bin ich gern da, das zu teilen. Was meint ihr dazu? Ja. Charles, kann man dich jetzt was fragen? Probier mal, ob du das kannst. Ja, ich probiere es. Was meinst du das jetzt? Ich hoffe sehr, dass es doch klappt irgendwie, dass Gott mir das hilft und Göttin und dass es funktioniert. Und jetzt in der Corona-Situation, meinst du, das wird alles so klappen von der Tunesien, von der Seite? Du hast am Anfang das schon zwar gesprochen und ich habe ja keine Angst, du weißt, ich habe alle umarmt und werde das weiter tun. Also ich habe im Moment ein sehr gutes Gefühl und ja. In der Regel kann ich mich sehr gut aus meinem Gefühl verlassen. Okay. Es geht der Realität ins Auge zu schauen, wie gehen wir damit um. Also wir haben die letzten Tage auch zu Tunesien Verbindung gehabt, in die Oasen, die Freunde von uns. Und die sagen, es sind Touristen da. Okay. Und wenn wir die Einladung haben aus Duis von den Reiseagenturen, ja, die Bestätigung, dann können wir einfach ankommen und können runterfahren. Und darum sind fast alle bis jetzt auf dem Schiff dabei und am liebsten ist mir sogar tatsächlich, wir kommen alle auf dem Landweg an, dann sind wir als Gruppe schon zusammen und wenn wir nur Auto nach neben dem Nasenbär brauchen, nehmen wir einfach nur uns mit. Ja. Und nach dem jetzigen Ding können wir durchfahren in die Wüste und haben da keine Beschränkungen. Okay. Und ich freue mich drauf, weil jetzt das erste Mal, dass ich ein Jahr lang nicht in der Wüste war. Na ja, klar, natürlich. Die Wüste vermisst uns schon. Verstehe. Wie lange fährt man jetzt bis zur Fähre, wo du gesagt hast? Und auf die Fähre brauchen wir dann keinen PCR-Test? Oder? Nach jetzigem Stand bräuchte es, aber wir haben auch, wo es hier mit Gurgeln gibt. Also ich mag die durch die Nase überhaupt nicht. Ja. Welche der Jonas hat gesagt, in Traunstein? Ja, in Traunstein. Ja. Nur unter der Zunge gemacht, also nicht im Rachenraum oder auch nicht. Ja, Und kommen die Gurgeltests auch und kann sein, dass sie bis dahin ganz erübrigt hat, aber ansonsten schauen wir auch mit dem Arzt hier, wo kann man es machen, aber wir haben eben draußen das Testzentrum, wo der Jonas sagt, war harmlos, er hat auf dem Rückweg, er war in Argentinien, da durfte er durch die Nase einmachen, der hat dir nicht gefallen, gell? Und wo wir auch nicht wissen, was wir da mal bei womöglich kriegen, ja. Aber auch damit Bewusstsein lässt sich damit umgehen, aber nein, ich mag das nicht. Und da gibt es auch ein schönes Papier, wo du die unterschreiben lassen kannst, dass sie für die Folgen haften. Dann macht keiner mehr den Abstrich bei dir. Okay. Ja, das müssen wir mitnehmen. Okay, verstehe. Und, und da können wir schauen, ob wir das hier auch zusammen machen. Und vielleicht, also es kann sein, dass wir es bis dahin gar nicht brauchen, weil da gibt es eine Bewegung auch rechtlich. Und ich habe das Gefühl, es ist Zeit, vor allem Zeit, uns zu begegnen und zwar wirklich Räume zusammen zu betreten, wo wir uns verankern. Und deswegen, das fragt die Welt gerade, gehen wir in die Angst, ja? Oder nehmen wir diese Chance, wo ein Innehalten auf der Welt war und leben neu in der neuen Bewusstheit, in der neuen Achtsamkeit und sehen wirklich, was ist wesentlich für uns und lassen das Unwesentliche abfallen, ja? Und da waren wir schon auch die jetzige ganze Zeit im Jonathan privilegiert, weil wir wohnen halt doch zu zehnt miteinander. Und konnten auch in die Berge und alles. Also wir hatten alle Freiheiten. Ja. Dass wir ein bisschen weniger Gäste hatten, aber hatten auch. Ja. Und da auch die Frage, wo ich mich wundere, dass viele so unkreativ sind, wenn welche mit ihren Kindern zu Hause überfordert sind. Ja, was hindert sie? Da hocken die einen im Hauserlor und die anderen im anderen Hauserlor, anstatt dass sie zusammenziehen. Oder auch nur sagen, ne, Kreativität. Bei uns im Jonathan, wenn Gäste kommen, die dürfen nicht zusammen in ein Zimmer, außer sie sind Lebenspartner. Jetzt ist aber nicht definiert, wie lange du schon Lebenspartner sein musst. Es ist auch nicht definiert, dass du Sex haben musst.
Wir müssen auch nicht kontrollieren, ob die Sex haben. Also wenn die uns bestätigen, wir sind Partner, und nachdem wir alle Partner sind, gell, wie kann man das bewusst spielen? Und Ehepaare können ja sagen, wir sind eine Cross-Liebesbeziehung. Ne? Wir sind zwar da verheiratet, aber wir leben die Liebesbeziehung so, dass man keinen Sex hat oder doch hat, spielt da keine Rolle. Und dann dürfen die Kinder sich plötzlich auch besuchen. Also da habe ich mich gewundert, wie unkreativ viele Leute sind. Gell? Also, das geht doch alles. Ja. Und da auch, also lass uns deine Gelassenheit losfahren und gestalten. Ja. Mhm. Charles, besteht ja, die Möglichkeit, da irgendwie in Sahara Kleidung zu kaufen, der besser passt als unsere jetzige? Das, was Leinen oder was leichte Baumwolle, so dass man dann nichts mitnimmt, sondern... Ja, wir haben einen Schneider unten, der macht für uns auch schöne Sachen. Also auch das Hemdchen, das ich anhabe, auch die Hose, die ich anhabe, hat er gemacht. Mhm. Auch das Hemdchen, das der Jonas anhat. Und da kann man schauen. Die haben wunderschöne Leinenstoffe unten. Ja. Mhm. Und muss man schauen, es gibt viel Touristengrusch, der nicht so haltbar ist. Und es gibt ein paar sehr schöne Sachen, ja, die auch stabil sind. Und da kann man schauen auch. Ja. Aber ihr braucht es nicht früher. Und es ist wichtig, wenn du einen kräftigeren Mann hast, als du bist, dann leiht er von ihm ein schönes Baumwollhemd aus, das... ist wichtig, das drunter. Und das ja, was haben die Schotten und die Araber da gemeinsam? Karierte. Ja, ihr kennt die Araber mit ihren langen weißen Gewändern? Mhm. Die haben drunter nichts an. Ah, okay. Aber wenn da die Luft spielen kann, wenn es wirklich so heiß ist, du holst dir ständig Entzündungen da, wenn der Luft spielen kann. Und die Schotten auch. Ein echter Schotte hat unter seinem Schottenrock nichts an. Ah, okay. Und da kann man schauen. Aber ihr braucht ganz wenig. Also Schein ist schon für ein paar Unterhosen zum Wechseln vielleicht, außer man hat ein weites Kleid, wo man nichts braucht. Ein paar Socken. Aber wir braucht höchstens ein Drittel von dem, was er meint. Aber das steht auf der Checkliste ein bisschen drauf, ja. Charles, von den Schuhen her, reichen normal hohe Wanderschuhe? Ja. Und wir sagen Wanderschuhe, aber wenn ihr wach und aufmerksam seid, ich laufe viel barfuß auch in der Wüste. Und normal ist es überhaupt kein Problem. Also man steigt irgendwo drauf, aber es gibt ab und zu ein bisschen Steine auch unterwegs. Ja, und im Sand sowieso das Schönste. Man kann auch mit Wandersandalen laufen. Aber eben von Tieren her, sage ich, da fühlen sich vielleicht am Anfang erstmal sicherer. Vor allem die noch mehr unbewusst durch die Gegend stapfen. Wir hatten da mit Tieren bis jetzt keine Probleme. Weil die gehen weg, auch Schlangen. Ja, die greifen nicht an. Wir sind kein Beutetier für die, sondern die fliehen vor uns. Und auch die Skorpione, die dort sind, wir hatten in der ganzen Laufbahn, die 25 Jahre, hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Skorpionenstiche. Einmal war es ein 15-Jähriger, der fand es total toll, dass das, was heiß war, war kalt und was kalt war, war heiß. Ja, hatten da viel Spaß. Also es gibt auch Volksstämme dort, die nehmen das Gift als Drogen, ne, als Halluzinogen. Aber waren alle ungefähr so intensiv wie ein Wespenstich. Ist jetzt die Olga in Ohnmacht gefallen, oder? Nee, noch nicht, vielleicht. Also wir bestellen, Olga, für dich bestellen wir ein paar extra Skorpione. Den ja, Asker danke. Du bist ja lieb. Ich hätte am liebsten kurze Wanderschuhe eigentlich. Und du hast geschrieben, die höheren, oder? Die was, die? Die kürzeren Wanderschuhe, weil ich habe so bequeme Wanderschuhe, die ganz kurz sind. Also die sollten über den Knöchel gehen, wenn sie es nicht tun. Und vor allem, wir haben heute alle eine eingenähte Zunge. Weil wenn theoretisch kann man auch in Turnschuhen laufen, aber die muss man halt öfter ausleeren, weil irgendwann werden sie eng, weil so viel Sand drin ist. Ne? Und ich habe Wandersandalen und laufe barfuß. Okay. Und die Einheimischen laufen zum Teil mit dem, was man bei uns als Hausschuhe sieht. Okay. Und die finden es auch gar nicht peinlich, weil die wissen nicht, dass es bei uns Hausschuhe sind, die man nur auf dem Weg vom Bad zum Bett anzieht. Also aber das ist ziemlich unproblematisch, ja. Das Brot, das habt ihr doch im Sand gebacken, oder? Ja. Und wenn du da barfuß läufst, dann bist du auch manchmal gebacken, nicht oder wie? Wenn du quer übers Feuer läufst, ja. Also Brotbacken ist lang nicht der Sand alleine, sondern du machst ein Feuer. Ach so. Und dann tust du die Glut auf die Seite und dann kommt das Brot rein und die Glut wieder drauf. Und der Sand ist von unten heiß, also Unterhitze, und von oben Oberhitze. Und ist zu üben, zu lernen, was ist die richtige Temperatur, sodass es gut wird. Ja. Und dann, also nicht, genau, also das hat mich vorhin auch gewundert. Also das ist also nicht nur von Sand und Sonne gebacken, sondern mit Feuer. Ja. Also wir kennen uns übrigens.
Okay, erzähl, verrat mir. Vom Celestine Festival. Ah. Okay. Celestine Camp. Ja. Mhm. Ja. Ah, schön, ja. Auch eine Weile her. War auch ein schöner Begegnungsraum, gell? Ja, aber die sind ja jetzt nicht mehr dort, sondern in Mitteldeutschland. Ja. Ja, ich hatte schon überlegt, auch wieder mal aufzutauchen, weil es einfach ein schönes Begegnungsfeld im Geiste von Celestine, ja. Ja. Ja, ich denke, sehr gut zu nennen. Ja. Ja, schaut mal, was beschäftigt ihr euch noch und was für Fragen habt ihr noch? Alle Fragen sind willkommen. Ich hätte eine Frage. Hört ihr mich? Ja. Also ich hätte, ja. Okay. ich würde gern mal eine Liste haben, was man alles so braucht für die Wüste. Und unter anderem braucht man irgendwelche Impfungen. Und das nächste ist, wird man vielleicht seekrank in dem Nasenbär, wenn es rauf und runter geht? Ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich. Also zum einen auf der Landstraße sowieso nicht. Ja. Wenn da jemand empfindlich ist, darf er auch vorne sitzen. Der hat vorne 4 Sitzplätze auch. Ja. Der Fahrersitz habe entweder ich, aber es kann sein, ne, der ist noch gar nicht dabei. Der Peter Hinterreiter kommt eventuell auch mit. Das ist ein lieber Freund, der ist jetzt 70 geworden. Und der hat in Nordafrika 30 Jahre lang Motorradtouren gemacht. Und wir haben kooperiert, wie man die Ballontouren gemacht hat in Tunesien, Libyen und Algerien. Und dann wäre noch ein zweiter Fahrer dabei. Wobei der Jonas fährt den Nasenbär auch schon. Und kann sein, dass unser Toyota auch noch mitkommt, ein Hilux. Und man kann schauen, wenn jemand empfindlich ist, einfach sagen. Ja. Und ich fahre durchaus frech, aber ich sage immer, wenn es euch jemand nicht wohl ist dabei, bitte sagen, wir können das Fahrverhalten anpassen. Also es geht nicht darum zu leiden, sondern auch da wieder die Ehrlichkeit, die Offenheit. Und ja, mitteilen, das war das eine. Impfungen braucht man keine in Tunesien. Was eine? Deine dritte Frage war Ausrüstungsliste. Zum einen ist er auf der Homepage auch drauf, auf der zeitfürfreiheit.de, und zum anderen können wir sie auch zuschicken. Also ein Mail an uns, ja, und dann schicken wir die Liste auch vor. Das ist aber so ein Papier, das drauf ist und das darfst du nicht verlieren. Wie lange fahrt ihr ungefähr mit dem Bus so pro Tag? Also mit dem Nasenbär? Also eines ist der runde Weg. Also von hier nach Genua sind 7-8 Stunden. Ja? Und dann fahren wir erstmal 4-5 Stunden bis zum Gardasee, normalerweise. Und dann am nächsten Morgen noch den Rest nach Genua. Und dann von Tunis aus sind es nochmal so 4 Stunden runter. Die haben jetzt inzwischen eine Autobahn gebaut. Ne? Also da sind wir inzwischen schneller. Ja. Die haben wir das vorletzte Mal mit eingeweiht. Da durften wir offiziell noch gar nicht fahren, aber wir durften. Und in der Wüste, wie lange seid ihr pro Tag in der Wüste unterwegs ungefähr? Also die Gehentfernungen sind zwischen, je nachdem, was die Gruppe auch Lust hat, zwischen 2 und 4 Stunden gehen. Wobei dann, wenn jemand sagt, ich habe 6 Stunden braucht, sage ich, naja, wie viele Pausen hast du gemacht? Ach so, zählen die extra. Ja, Pausen zählen nicht, also Gehzeit. Also sanfte Etappen in der Wüste und der Nasenbär, normal sind alle Lustklaffer schon und dann fährt der Nasenbär normal eine andere Strecke außenrum und steht dann bereit. Ist auch den Punkt, den man dann schon durchaus von 2-3 Kilometern sieht und ist der Auffangpunkt auch. Ja. Und wir erklären auch was zur Landschaft und wo sind die Sicherheitslinien, wenn man sie verlaufen sollte. Braucht man selten, aber wenn man es braucht, ist es gut zu wissen. So gut zu wissen, nach Süden geht es 600 Kilometer Sand und nach Norden sind es 8 Kilometer bis zu einer Piste. Ja. Und dann kann man sich aber entscheiden. Im Sand gehen ist ja ganz ein anderes Gefühl wahrscheinlich. Kriegt man da erst einmal eine Muskelkater in die Wadel, oder? In die Wadel ist sie. Eher in die Oberschenkel, also die oberen Wadeln. Aber auch gar nicht, weil wir bringen auch Gehen bei. Ne? Also wir haben oft ein ganz einseitiges Gehen. Und ich sage den Jungs immer, ihr geht dann richtig, wenn die Jungs hinter euch herpfeifen. Gibt auch zum Thema Rücken. Es gibt ja einen sehr guten Rückentherapeut, der sagt, du, jemand, der schön im Hintern wackelt, wird nie Rückenbeschwerden haben. Ne? Weil wir halten mal einseitig. Ja? Und wir bringen auch Gehtechniken bei und laden ein, zu experimentieren mit dem Gehen und mit dem Bewegen. Und dann, bei den Dünen gibt es auch, klar, die steilen Dünenseiten hoch. Der direkte Weg, den viele immer gerne im Leben gehen wollen, der nicht mehr funktioniert, ist anstrengend. Aber es gibt eins, das heißt, folge dem Lächeln der Düne. Und da oben auf der Düne ist nämlich ein harter Teil, da kann man wunderbar laufen. Und das auch, wenn man mit dem Truck fährt, die Dünen lesen lernen, ja, und gucken, wo ist es easy zu fahren und wo kämpft man und kommt nie zum Ziel. Ja.
Das ist wieder, wenn ich sage, der GPS ist wunderbar. Viele, die den GPS im Auto haben, die wollen dann direkt hinfahren und kommen nie an. Weil ab und zu fährst du weg von deinem Ziel, um die Düne rumzufahren und weiter. Der andere meandert durch und hat es ganz easy und der andere ist am Kämpfen und Schaufeln wie sonst was. Aber das kommt ja sonst im Leben nicht vor, oder? Mhm. Ja, von dir nach Dagmar eine Frage? Oder waren das deine Antworten? Kannst du mit schon was anfangen? Ich mache mir so viele Gedanken über alles, was sein könnte. Und es interessiert mich schon so viele Jahre. Aha. Und habe alle Videos angeschaut und trotzdem schwanke ich immer so hin und her zwischen, ja, kann ich das, passt das, schaffe ich das, ist mir das zu viel oder ja. Dann hast du aber mit der Liste, genau. Dann hast du das eine Video auch angeschaut, das längere, das 20-minütige, wo dann in der Glicha kommt die Eva den Berg hoch und die hat vorher auf dem Schiff auch noch gesagt, ist auch in dem Video drin, dass sie so Angst hat und gespannt ist. Ja, die hatte richtig Angst davor und hat trotzdem einen Schritt gemacht. Ja. Und dann kommt sie in Glicha an, den Berg hoch und sagt, ich habe mich noch nie im Leben so sicher gefühlt. Und das ist unsere Aufgabe, da beitragen, dass ihr euch sicher in der Wüste fühlt. Und ja, Dagmar, wenn du dabei bist, wir passen gut auf dich auf. Danke. Oder Norbert, haben sich irgendwelche Gefahrenfantasien bewahrheitet? Nein, nein. Man fühlt sich wunderbar aufgehoben bei dir. Und bei der Wüste, hoffe ich auch, oder? In der Wüste. Ja. Na, darum geht es uns zu lernen in diesem, was erst eine, ja, und ich kann den Link ja nochmal teilen nachher zu dem Dragon Dreaming, ja, wo uns reinzutrauen in die Panikzone und immer mehr Vertrauen zu dem Unbekannten zu kriegen und letztlich unsere Komfortzone erweitern damit. Ich habe auch, wie ich das erste Mal in der Wüste war, die ersten 3 Nächte war schon am Lauschen. Hier auf die Berg schlafen kannte ich ja, aber die Wüste hat andere Geräusche und andere Situationen, ja, und war schon die ersten 3 Nächte und dann war es ein, mich rein entspannen und mich sicher fühlen. Ja. Und aus der Erfahrung mag ich gerne beitragen, dass ihr euch schneller sicher fühlt. Oder Jonas, wie ging es deinen Ängsten in der Wüste? Ja, ich bin ja schon als kleines Kind immer in der Wüste gewesen. Aber was ist zu leise, Jonas? Vorsicht. Ja, ich bin schon als kleines Kind immer in der Wüste gewesen. Und nee, immer noch. Jetzt das versteht das immer nicht. Hört man mich wieder? Leise. Ist er laut nur jetzt? Oder soll er noch hier rangehen? Er ist leise, du bist laut. Sauber. Dann spreche ich einfach in seinem Mikrofon jetzt. Ja! Ausgeschaltet, oder? Hört man mich jetzt? Ja. Perfekt. Also ich war schon mal als kleines Kind auch in der Wüste und deswegen hatte ich nie wirklich Angst vor der Wüste. Vor allem bei vielen Teilnehmern, die auch am Anfang Respekt vielleicht vor der Leere oder der Wüste hatten, habe ich gemerkt, dass in den ersten Tagen und auch schon in den ersten Stunden sich sofort diese Angst gelöst hat, weil man wirklich merkt, dass in der Wüste keine wirklichen Gefahren auf einen warten und dann wirklich diese Stille einfach beeindruckend ist, man es wirklich genießen kann. So ist zumindest meine Erfahrung gewesen, aber jeder kann ja seinen eigenen Eindruck dann mitbringen. Aber ich habe mit dir jetzt 2 Szenen in Erinnerung. Der eine, wo du mich bewundert hast, wie ich auf meinen Hintern gefallen bist, und der andere, wo wir vom Quad abgestiegen sind. Aber das sind ja individuelle Probleme von dir. Wir haben für Jugendliche auch Motorradtraining gemacht zum Teil und dann achte ich immer darauf, dass die alle Sicherheitsklamotten anhaben. Und dann habe ich nur kurz dem Jonas und dem Freund was vorgeführt, wo man einen kleinen Sprung macht und wir hatten ein neues Motorrad, das etwas kräftiger am Gas ging. Bei so einem kleinen Sprung habe ich dann etwas zu viel Gas gegeben, das Motorrad ist unter mir weggeschossen. Und der Jonas war erstaunt, wie ich schnell auf die Seite rollte, weil ich nicht wollte, dass das Motorrad auf mich drauf fällt. Das sind so Erinnerungen aus unserem Zusammenunterwegssein, ja. Oder wo er eine der ersten Male dann Quad fuhr, längere Strecke und ich saß hinten drauf und haben eine Düne übersetzt und ich bin doch hinten dann schwerer als er vorne und dann schwungvoll die Düne so hoch war, dann kippte das Quad nach hinten um und ich habe ihn nur genommen am Bauch und wieder auf die Seite gerollt, weil war nicht sicher, ob das Quad stehen bleibt oder hinten rüberfällt. Also es blieb stehen auf seinem Koffer hinten, aber wir waren in Sicherheit. Und das war für mich als 7-Jähriger doch schon sehr, sehr beeindruckend. So, ich gucke langsam ein bisschen auf die Zeit. Ich weiß, die Wüste ist so fantastisch, dass ihr jetzt den ganzen Abend und die ganze Nacht damit, Vollmondnacht vor allem, verbringen könnt. Aber ich würde mal sagen, lasst uns nochmal konkret werden. Wie geht's weiter? Wann fahren wir los? Wie könnt ihr euch anmelden? Aber lasst uns mal schauen, ob es irgendwelche Fragen noch wichtige gibt und dann lasst uns darüber schauen, ja? Aha.
Und auch alle Fragen könnt ihr danach schreiben und wir beantworten. Sowohl die Radikal wie der Jonas. Hallo? Wie ich. Ja. Ja. Ja, gibt es noch was Wichtiges zu fragen? Schaut mal. Okay, wunderfein. Dann Radika, ja. Genau, also wann geht's los? Wir haben einmal die 2 und auch die 3 Wochen Tour. Auf dem Landweg dürft ihr sehr gerne mitkommen ab dem 23. März. Zurück kommen wir natürlich erst nach der 3 Wochen Tour. Wir lassen euch nicht alleine in der Wüste, daher vom 23. bis zum 19. Oder wer ganz gern mit dem Flieger mit dazukommt, ihr dürft am 26. in Tunesien ankommen. Wir holen euch vom Flughafen ab und bringen euch wieder am 10. April zum Flieger oder eine Woche später am 16. Und da kann sich der Flugtermin noch einen Tag vorwärts oder rückwärts bewegen. Sie sind gerade am Schauen, welche Flüge sind im Angebot. Aber bis jetzt, bis auf die Olga, gell, wo ich heute auf dem Schiff mit, und der Olga habe ich auch schon gesagt, bei Seekrankheit, ja, die es kaum gibt auf dem Mittelmeer, weil das ganz eben, das Schiff ist relativ groß. Ich begleite gern durch Seekrankheit, weil der einzige Grund für Seekrankheit ist, dass man die Wellen beherrschen will und gegen die Wellen kämpft. Aber wenn man mit den Wellen mitgeht, gibt es keine Seekrankheit. Und erst verkrampft sich der Bauch und immer mehr und die Wellen ordnen sich nicht unter und dann rebelliert der Körper. Und dann machen wir gerne Atemübungen. Bis jetzt haben sich alle entspannt dann. Schauen wir mal. Ich würde sehr gern mit dir das lernen. Ich habe auch nicht das Problem an sich gegen die Fähre. Ich habe Probleme beim Autofahren. Das ist lieber als Fähre für mich. Mit Fähre habe ich kein Problem. Bin schon gefahren. Weißt du, das ist nicht das Thema. Aber die Autofahrt selber ist für mich ganz problematisch sein. Schauen wir mal, was alles jetzt sich entwickelt. Im Moment muss ich ein paar Hürden überwinden. Ja. Dann überlege ich mir das Ganze. Ja. Und mal schauen, wir haben ein paar dabei, die halten dir die Hand beim Autofahren. Passen gut auf dich auf. Ich glaube, eine ganz wichtige und interessante Frage ist noch, wie ist das mit den Kosten und was ist, wenn die Reise plötzlich nicht stattfinden kann, weil wir nicht ins Land reinkommen oder aufgrund von Corona, wie ist das? Und es ist wichtig, das anzuschauen. Und gleichzeitig zu wissen, im Moment fühlt sich sehr klar an und wir beobachten weiter, aber das ist wunderbar. Und wenn wir nicht losfahren können, klar, kriegt ihr alles wieder erstattet oder bucht Hebsack auf fürs nächste Mal. Ja. Die Angelika, die hatte ja schon für die letzte Tour letztes Jahr gebucht gehabt, die hätte Geld dann wiedergekriegt. Ja. Und, aber ich sehe uns fahren und es fühlt sich sehr gut und sicher an. Und klar, Worst Case heißt, wir können auch eine gute Zeit im Jonathan verbringen oder hier in den Bergen, aber ich sehe uns in der Wüste, ja. Und es ist gut zu wissen, was passiert im anderen Falle, ja. Und ja, ich meine, das eine ist, was passiert, wenn man selbst, wenn ihr jetzt positiv getestet werden würdet, dann auch kein Thema. Das ist, glaube ich, das eine Thema. Und das andere wäre, wir sind kein Reisebüro, das so schnell pleite geht. Sondern langsam, oder wie? Ja, eben. Also wir haben vorher auch nur die Kosten zu buchen und für die Flüge, ja. Und wenn es nicht geht, sollen die erstattet werden. Wobei von der letzten Buchung haben wir es noch nicht zurückgekriegt. Aber mal schauen, ob wir jetzt eine Gutschrift kriegen für die nächste Vorbuchung. Aber da haben wir nicht so viel Geld drin gehabt, ja. Dann glaube ich 1200 Euro oder was, ja. Kein Weltuntergang, weil wir es nicht wieder kriegen, aber deppert ist schon. Ich habe da den Fairy Day auch geschrieben. Es ist komisch, dass wir von euch nichts gehört haben. Ja? Wir wollten eigentlich wieder buchen, aber wie ist es mit dem? Ja, aber wir sind auch mit der GNV direkt in Verbindung, die Grande Navi Veloce, und haben da ganz gute Verbindung in der Regel. Ja. Ja. Super. Ach Mensch. Ja, und wenn ihr Interesse habt, Lust habt, mit uns zu fahren, bleibt in Kontakt mit uns durch Telefon, E-Mail, Webseite. Also da gibt es viele, viele Kanäle, uns zu erreichen. Ihr dürft auch gerne im Jonathan selbst direkt vorbeikommen. Und ja, wir freuen uns auf jeden, der mitkommt und jeden, der gerade Freude an der Wüste gefunden hat. Und ja, sind dankbar, dass wir den Abend heute mit euch teilen durften. Und eben, wenn er auch persönlich sah, was schon gesagt, normal einfach auch uns anrufen, alle Fragen stellen und beantworten. Ja. Yes. Da ist Freude bei mir. Wie geht es euch damit? Ja.
Sehr schön eigentlich, ja. Sehr schön. Ja, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns noch 10 Sekunden Stille zusammen gönnen und uns nochmal in die Wüste hineinspüren. Oh ja. Und einfach auch spüren, gerade in der jetzigen Zeit, was bedeutet wirklich Zusammensein, begegnen, ein wertvolles Verbindungsnetz zu haben, zu pflegen, mit ja, wertvollen Wesen unterwegs zu sein und uns gegenseitig auf der Reise zu beglücken, zu bereichern, zu beschenken und in einem neuen Reichtum, einer neuen, wie Norbert so schön sagt, neuen Gelassenheit zurückzukommen. Ja, und durchaus dieses Bild mit euch nehmen, auch wenn ich in der Nacht, in die Träume schauen, was für ein Bild habe ich, welches neue Wesen wenn ich aus der Wüste komme und welche neuen Qualitäten in mir, die da sind, haben sich in dir entfaltet. Und für mich dann noch ein Bild dazu, wir haben jetzt Frühling und dann denken wir, oh, dieser Baum ist innerhalb von einer Woche grün geworden. Oh, diese Rosen, plötzlich sind die Blätter und die Blüten aufgegangen. Ja, aber wie bei den Bäumen und bei den Blumen sind die Knospen längst bereit. Und zu schauen, welche Qualitäten in uns sind da, die sich entfalten wollen, die einfach bereit sind. Uns braucht nur uns, die wir rein entspannen uns und uns trauen, uns neu zu entfalten, immer wieder. Und schauen, was ist das, was ich als Geschenk dabei habe, hier auf Erden. Und das wirklich zu schenken. Und das ist für mich der Kreislauf von Geben und Empfangen. Wenn ich reich schenke, werde ich auch reich beschenkt, wenn ich fähig bin zu empfangen. Und das auch einteilen, die Wüste mitzunehmen und das zusammen zu üben. Und schauen, entdecken, welche Qualitäten habe ich dabei, die sich jetzt entfalten wollen. Und welche Erfahrungen habe ich gemacht. Das ist ja auch, wir haben alle schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Und es geht darum, dass der Schmerz geht, aber der Erfahrungsschatz, der darf bleiben. Und der darf wirken. Das ist dann unser Erfahrungsschatz, aus dem wir in die Welt wecken können. Ja, danke für unser Zusammensein auf diesem Stückchen Wege. Danke. War schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Ja, danke. Danke für unser Zusammenwirken. Danke. Jetzt, alleine heute war schon eine schöne Reise. Dankeschön. Ja, nehmt es einfach mit in die Träume und schaut, was sich dann meldet, was dann kommt. Ja. Ja, danke uns allen. Und wie fühlt sich für euch beide an, Markus? Und wie heißt du? Super, ich freue mich. Christine. Nach mir, Christine. Aha, ja, super. Christine, Christine, wunderbar. Ich weiß, die Imja. Schön. Ja, dann bis gleich. Und ihr kriegt noch, die alle, die sich angemeldet haben, kriegen noch weitere Informationen. Auch wer das Buch Seine Liebe noch nicht kennt, kriegt da auch, ist auch eine gute Vorbereitung auf die Wüste. Da will ich vor allem Frauen motivieren, unverschämt zu sein, ne? Ehrlich zu sein und unverschämt. Weil von der Scham lebt die Krankheitsindustrie wunderbar. Ne? Jede gute Verbindung lebt von Ehrlichkeit. Und das heißt Risikobereitschaft. Ne? Ja. Ja, danke. Von dir noch ein Wort, Radhika? Oder von sonst noch jemand ein Wort? Ja, schickt mir auch mal die Liste zu. Ich weiß noch nicht, wann ich so weit bin, aber es interessiert mich halt doch ziemlich. So, dann schau mal. Also wenn man die Fährweg fahren, kann man sogar meistens noch 2 Tage vorher dazukommen. Beim Flieger ist es schwieriger. Spür hin. Und auch wenn jemand Lust hat von euch, wir sind Anfang März, steht auch auf der Homepage drauf, machen wir einen Gewahrseinswag, wo wir hier in den Bergen unterwegs sind und am Untersberg unterwegs sind. Das ist einer der geheimnisvollen Berge hier im Chiemgau. Können wir das machen? Und da freue ich mich auch drauf. Ja, ich gucke das da. Und wann ist das? In 2 Wochen. Ich muss, ich habe sogar ein Datum da drin stehen. Warte mal, da brauche ich mein Behindertenwerkzeug. Moment. Nach der Wüste brauche ich mal keine Brille mehr, aber vor der Wüste, wenn ich mehr am Computer saß, brauche ich es auch öfter. Ja. Der ist vom 10. März bis zum 14. März. Genau. Und da gibt es einen Beitrag. Am Nachmittag, Abend sind ein Tag im Jonathan. Da gibt es nochmal inhaltlich einen Beitrag von uns und dann geht es danach raus in die Natur. Geht unter dem Thema
führen, geführt sein, Lebensweg. Sehr in der Zeit des Wandels, ja, weil es steht ein größerer Wandel bevor, als wir denken in der Welt, es ist wunderbar vorbereitet. Und wie ich schon öfter sagte, es kommt, denke ich, eine ziemlich kraftvolle Welle und die einen sind vorbereitet und die anderen nicht. Und die nicht vorbereiteten, die wird die Welle auch wegschwappen oder es wird heftig werden. Aber wer bereit ist für die Wandlung, der steigt auf sein Surfbrettel und kriegt eine Dynamik, die vorher undenkbar war. Ja. Drum immer schon ein bisschen auf dem Surfbrettel. Also ihr dürft morgen ganz gerne auch nochmal bei Facebook reinschauen. Wir posten da morgen nochmal eine Veranstaltung zu und dann findet ihr das auch im Kalender mit allen Informationen. Und ansonsten, ich glaube, auf der Webseite ist es schon. Ja. Mhm. Mhm. Ja, danke. Mhm. Den Gruß nach Franken an die Radika. Aber da war irgendjemand noch aus Franken vorhin, oder? Ich bin aus Nordfränkisch, gell? Wo steckst du? Ich bin zwischen Nürnberg und Würzburg. Ah, okay. Ja, schön. Ja, danke uns allen zusammen. Dann bis bald. Und traut euch fragen, was immer da ist. Tschüss. Und dann sprechen wir nochmal. Hallo, tschüss. Ciao. 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 Ciao.